Hoher Gemeinderat, werte Mitarbeiterinnen und werte Mitarbeiter der Marktgemeinde Kütschach-Mauthen, meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich darf die heutige Gemeinderatssitzung vom 20. Juni 2024 mit Beginn um 18.30 Uhr hiermit eröffnen und mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre Mitwirkung bedanken. Ich darf auch den Günter Schreibmeier von Kümau TV begrüßen, der die heutige Sitzung wieder aufzeichnen und anschließend im Internet für alle zugänglich machen wird. Vor Eingehen in die Tagesordnung darf ich den Amtsleiter Jürgen Demessel ersuchen, die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit festzustellen. Herr Vizebürgermeister Zankl, Herr Vizebürgermeister Zebedin, Frau Gemeindevorständin Christina Batterer, Herr Gemeindevorstand Martin Kundert sind anwesend. Herr Gemeinderat Turner Wolfgang lässt sich entschuldigen, wird vertreten durch Herrn Eineter Elias, Herr Gemeinderat Dabringer Thomas, Herr Gemeinderat Jakob Turner, Herr Gemeinderat Reinhard Kirchner, Frau Gemeinderätin Monika Ploner, Frau Gemeinderätin Katja Unterrassinger, Herr Gemeinderat Gabriel Seiwald sind anwesend. Herr Gemeinderat Klaus Feistritzer lässt sich entschuldigen, wird vertreten durch Frau Rana Martina. Frau Gemeinderätin Marlena Greimel lässt sich entschuldigen, wird vertreten durch Frau Putz-Monika. Herr Gemeinderat Martin Warmuth ist anwesend. Herr Gemeinderat Christopher Keppold lässt sich entschuldigen, wird vertreten durch Herrn Schwarz-Christian. Herr Gemeinderat Jakob Luser, Frau Gemeinderätin Sabrine Kogler, Herr Gemeinderat Christian Kogler, Frau Gemeinderätin Nicole Kressel sind anwesend. Herr Gemeinderat Patrick Seiwald lässt sich entschuldigen, wird vertreten durch Herrn Niedertreuer Walter. Und Herr Gemeindevorstand Robert Arneter wird entschuldigt, lässt sich entschuldigen. Für ihn ist keine Vertretung angegeben. Gut, danke. Damit darf ich die Beschlussfähigkeit feststellen. Tagesordnungspunkt 2, Bestellung der Protokollprüfer. Ich darf als Protokollprüfer den Herrn Gemeinderat Thomas Dabringer und Gemeinderat Turner Jakob für diese Sitzung bestellen. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3, Genehmigung der Tagesordnung. Die Tagesordnung ist den Mitgliedern des Gemeinderates schriftlich zugegangen. Gibt es gegen die Tagesordnung Einwände? Wenn das nicht der Fall ist, darf ich um Genehmigung der Tagesordnung ersuchen. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenprobe einstimmig angenommen. Ebenfalls darf ich der Form halber wieder um Genehmigung ersuchen, dass die heutige Sitzung aufgezeichnet wird und anschließend auch online gestellt wird, beziehungsweise über das örtliche Kabelfernsehen ausgestrahlt werden kann. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 4. Fragestunde. Bei Vorliegen einer Anfrage wird vor dem Eingehen in die Tagesordnung eine Fragestunde abgehalten. Innerhalb der vorgesehenen Frist sind zwei schriftliche Anfragen am 12.06. eingelangt. Nachdem diese zwei Anfragen rechtzeitig vor dieser Sitzung eingelangt sind, werde ich der Reihenfolge nach aufrufen und den Fragesteller ersuchen, die Frage zu verlesen. Die erste Frage wurde an mich als Bürgermeister gestellt und die zweite Frage an den ersten Vizebürgermeister Georg Zankl. Nach Beantwortung der jeweiligen Frage haben die Parteien in der Reihenfolge SPÖ, ÖVP, Namensliste Turner sowie der Fragesteller selbst noch die Möglichkeit, eine Zusatzfrage zu stellen. Diese Zusatzfragen sind, so wie die Hauptfrage selbst, konkret, kurz gefasst und nicht unterteilt zu halten. Ich darf die Fragestunde um 18.38 Uhr eröffnen und darf Herrn Gemeinderat Christian Kogler um Verlesung der Frage ersuchen. Ja, sehr geehrter Gemeinderat, sehr geehrter Bürgermeister, lieber Gemeinderat, hoher Gemeinderat. Die erste Frage wäre an den Bürgermeister Josef Zopot. Wie sieht es in Sachen Projekt Trinkwasserspeicher sowie Quellleitungen zwecks Zeitplan und Ausführung aus? Danke. Ich darf die Frage beantworten wie folgt. Das Ingenieurbüro Walter Prieger in Villach wurde von der Marktgemeinde Kütschach-Mauthen mit der Erarbeitung eines Masterplanes für die Wasserversorgung Kütschach-Mauthen beauftragt. In der Sitzung des Ausschusses für Angelegenheiten für Wasser und Abwasser wurde am 15.06.2022 dieser Masterplan präsentiert und anschließend in der Sitzung des Gemeindevorstands am 22.09.2022 behandelt. In Rücksprache mit der EVN, die das Projektmanagement für die Wasserversorgungsanlage durchführt, wurde abgeklärt, ob diese auch die Projektabwicklung für die Umsetzung des Masterplanes übernehmen könnte. Da dies nach interner Abklärung fachlich und ressourcentechnisch nicht möglich ist, wurden Vorschläge für geeignete Ziviltechnikerbüros besprochen. Aufbauend auf diesen Masterplan wurde dann
nach ersten guten Erfahrungen bei der Sanierung der Trinkwasserleitung Mautner-Klamm das Ingenieurbüro Andreas Rauch in Villach durch den Gemeindevorstand am 5.10.23 beauftragt, eine Risikoanalyse und Risikobewertung mit daraus abzuleitenden Umsetzungsschritten des Masterplanes zum technischen Ausbau und Finanzierungsplan über das gesamte Versorgungsgebiet der Wasserversorgungsanlage zu erstellen. Diese Risikoanalyse mit eingehender Bestandserhebung erfolgte im Herbst 23, Frühjahr 24. Ein Gesamtbericht zur Risikoanalyse mit Risikobewertung für die Gemeindewasserversorgungsanlage für die Marktgemeinde Kötschach-Mauthen bestehend aus einem technischen Bericht und der Risikoanalyse mit Risikobewertung und Unterlagen zur Risikobeherrschung bzw. Risikominimierung wurde der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen im April 24 übermittelt. Dieser Gesamtbericht mit ca. 639 Seiten wurde zur Festsetzung der weiteren Schritte an die EVN bzw. den Wassermeister übermittelt. Das Urheberrecht dieser Analyse liegt bei Herrn Diplom-Ingenieur FH Andreas Rauch in Villach. Die Ergebnisse aus der Risikoanalyse mit Risikobewertung bilden jetzt die Grundlage für die aufbauende Erweiterung des Masterplanes zum technischen Ausbau und zur Finanzierung der Umsetzungsmaßnahmen. Das heißt Variantenuntersuchung, Prioritätenreihung, aufbauend auf dieser Risikoanalyse. Das wurde ebenfalls vom Herrn Diplom-Ingenieur Rauch, wird es derzeit ausgearbeitet. Ein Vorentwurf dieser Studie soll Anfang Juli 2024 übermittelt werden und anschließend in einer Ausschusssitzung für Angelegenheit für Wasser und Abwasser beraten und diskutiert werden. Ein Termin für diese Ausschusssitzung wurde bereits mit der EVN, die das Projektmanagement für die Wasserversorgung Kötschach-Mauthen durchführt, und dem Büro Ingenieur Rauch anvisiert. Wird wahrscheinlich 24. oder 25. Juli sein. Dabei soll beraten werden, welche Maßnahmen und in welcher Reihenfolge die Vorschläge des Masterplanes aufzugreifen sind. Parallel zu diesen technischen Planungen wurden in Kooperation zwischen EVN und Marktgemeinde Varianten zur Gebührenkalkulation errechnet, da es sich um eine langfristige Erneuerung und Sicherung der Wasserversorgungsanlagen handelt. Die aktuell gültige Gebührenordnung aus dem Jahr 21 ist aber ohnehin aus formellen Gründen neu zu beschließen. Die zu setzenden Investitionen sind durch den Wasserhaushalt, also durch die Nutzerinnen und Nutzer im Zuge der Gebühren zu erbringen. Es wurde im Gemeindevorstand am 13.06. ein Entwurf zur Änderung der Gebührenordnung beschlossen, der nach Verordnungsprüfung durch das Land Kärnten noch einmal zur Beschlussfassung vorzulegen ist. Die Diskussion zu den Umsetzungsschritten und die für die Sicherstellung der Finanzierung nötigen Gebührenanpassungen sollen in den kommenden Wochen verschränkt diskutiert werden und dann dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Umsetzung des Masterplans ist ein Generationenprojekt und soll die Versorgungssicherheit mit sauberem und ausreichendem Trinkwasser für die kommenden Jahrzehnte in unserem Versorgungsgebiet sicherstellen. Die im Masterplan aufgezeigten Möglichkeiten können nur aufgrund der Risikobewertung in die Teilprojekte gegossen werden. Dabei ist immer wieder auf Zweckmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Bedacht zu nehmen, vor allem im Sinne der Wassernutzer. Während dieser bisherigen Planungszeit haben wir auch laufend Maßnahmen kleinerer und größerer Dimension zu setzen gehabt, zum Beispiel die Fernwirkanlage, Tausch der Wasserzähler, die UV-Anlagen, die Pumpen, Rohrsanierungen, Schadensbehebungen bei der Trinkwasserleitung, auch Rohrbefahrungen und Fahrzeuganschaffung etc. Das wäre meine Antwort. Gibt es eine Zusatzfrage von Seiten der SPÖ-Fraktion? Sehe ich nicht. Von der ÖVP? Sehe ich auch nicht. Von der Namensliste Turner auch nicht. Fragesteller? Also es ist in nächster Zeit eigentlich nicht zu erwarten, dass es da einmal ein Projektvorstellung gibt. Doch, habe ich gerade in meiner Anfrage beantwortet. Ja, mit den Fraktionen. Wir haben eine Arbeitsgruppe eigentlich gehabt für die Wasserversorgung, wo alle Fraktionen dabei waren, die hat einmal getagt, ich meine in diesem Zuge der Arbeitsgruppe. Momentan ist einmal die Ausschusssitzung geplant, die ist akkordiert mit der EVN und mit dem Ingenieurbüro Rauch, das soll Ende Juli stattfinden. Bis dorthin ist auch sein Kurzbericht zur Risikobewertung und die möglichen Maßnahmen fertig. Ich denke, es spricht nichts dagegen, falls eine Fraktion in einem Ausschuss nicht vertreten ist, dass man sie dazu nehmen oder einen erweiterten Ausschuss daraus macht. Okay. Aber da will ich der Ausschussobfrau nicht vorgreifen. Gut, okay. Beantwortet, dann ist diese Frage somit abgearbeitet und darf ich den Herrn Gemeinderat Reinhard Kircher um Verlesung der zweiten Anfrage ersuchen.
Ja, sehr geehrter Herr Gemeinderat, Herr Gemeinderat, sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Frage geht an den Vizebürgermeister Zankl Georg. Und zwar, wie gedenkt man das Wasserproblem in noch die Regenfälle auf dem Gemeindeweg bei der IPK, zwischen IPK und Holzbauteam in Bezug auf die Versicherung bzw. auf die Ableitung? Wird man da einmal vorgehen müssen, weil schön langsam kann man nun einen Schwimmkurs abhalten. Ja, ich habe die Frage zu beschränken, dann die Beantwortung bitte. Herr Gemeinderat Kircher, die Oberflächenproblematik im Bereich HPT-Einfahrt IPK ist der Gemeinde bekannt. Diesbezüglich würde die Situation am 24.04.24 gemeinsam mit Herrn Ingenieur Erwin Drummel besichtigt und einer Lösung ausgearbeitet. Vom bestehenden Sickerschacht im Bereich der Zufahrt auf das HPT-Gelände soll eine Überlaufleitung in die östlich gelegene Grünfläche auf Gemeindegrund hergestellt werden. In der Grünfläche selbst soll ein Sickerpaket eingebaut werden, welches das Überwasser aus dem bestehenden Schacht verbringen soll. Das Niveau ist so angelegt, dass sich auf der Gemeindestraße in diesem Bereich keine Locken mehr bilden können. Die Firma HPT hat sich aufgrund dieser Beschreibung ein Angebot bei der Baufirma Seywald einholen lassen. Bei der Finanzierung wurde gemeinsam mit der Firma HPT und IPK eine Drittellösung mit der Gemeinde ausverhandelt. Somit werden die Kosten in der Höhe von ca. 11.000 Euro netto geteilt. Der Auftrag wurde daraufhin an die Firma Seywald vergeben. Die Arbeiten sollen beginnen voraussichtlich am Montag, den 24.06. voraussichtlich. Aber es ist demnächst dann, dass es soweit ist. Ich hoffe, es ist beantwortet. Gut, gibt es von Seiten der SPÖ-Fraktion eine Zusatzfrage? Sehe ich nicht. Von Seiten der ÖVP, bitte schön. Ja, Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, sehr geehrter Herr Erster Vizebürgermeister, meine Frage dahingehend, als ehemaliger Referent, ist es ja nicht nur der Bereich HPT in dem Bereich unten zum Problem, sondern auch die Kreuzung Hagebau. Da gibt es ein Projekt von meiner Seite mit 14.000 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Natürlich passen die Preise heute gar nicht mehr. Damals hat der Gemeinderat bzw. das Gremium das nicht genehmigt. Da liegt dasselbe Problem vor. Und im Würmlach haben wir auch eine Begehung gehabt vor längerer Zeit im Bereich Dohlingweg. Kurz gefasst, konkret und nicht unterteilt eine Frage. Betrifft Deto auch das Oberflächenwasser? Ist bis dato im Bereich Dohling-Malbach irgendwas passiert? War das eine Frage an mich? Dohling-Malbach. Das letzte Stückchen meinst du jetzt? Ja, zum Malbach ist zum Sagen, mit dem Gefahrt ist ein Gespräch geführt worden, dass wenn es im Zuge der Sanierung des Stickels noch weiterkommt, dass er muss einen Sickerschacht machen da, dass diese Schotteranhäufungen auf die Landesstraße nicht mehr gegeben sind. Und wir warten einfach, dass die Landesstraße saniert wird und im Zuge dieser Dings dann auch fertig ausgearbeitet wird mit dem Hubert und mit der Martina. Hagebau? Das müssen Sie anschauen jetzt. Von Hagebau hat mir jetzt eigentlich noch keiner was gesagt. Gut, gibt es eine Zusatzfrage von Seiten der Namensliste? Gibt es vom Fragesteller eine Zusatzfrage? Dann haben wir die zwei Anfragen beantwortet. Es ist 18.48 Uhr und ich schließe die Fragestunde. Damit kommen wir weiter zum Bericht des Bürgermeisters. Ich darf zu drei Anträgen aus der letzten Sitzung berichten. Und zwar hat es einen Antrag gegeben von Seiten der ÖVP-Fraktion zum Thema Kärntencard. Ich darf das kurz verlesen, um was es da geht. Nach mehreren Rückmeldungen von Gästen, jedoch auch von Bürgerinnen und Bürgern der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen, muss festgestellt werden, dass es bei uns keine Möglichkeit zur Aufladung der Kärntencard gibt. Diese Serviceleistung soll so rasch wie möglich eingeführt werden. Die Gemeinden Oberrauburg, Irschen und Berg im Trautal bieten diese Service an. Bei uns ist die nächste Gelegenheit in Hermagor und deswegen für unseren Bezirk nicht optimal gelöst. Die Fraktion der Kötschach-Mauthener Volkspartei stellt den folgenden Antrag. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen fordert den Tourismusreferenten und Bürgermeister Magister Josef Zoppot auf, sich dieser Sache anzunehmen, um eine kundenorientierte Lösung für diese Saison 24 bzw. für die Zukunft anbieten zu können. Ich darf dazu berichten, auf Grundlage dieser Anfrage wurden vom Tourismusbüro der Marktgemeinde die derzeitigen Möglichkeiten zum Aufladen der Kärntenkarte erhoben. In der Gemeindevorstandssitzung am 30.06., also letzte Woche, wurde das Thema diskutiert und ich wurde nochmal aufgefordert, mit den Nachbargemeinden Kontakt aufzunehmen, um eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten. Daraufhin habe ich noch einmal das Tourismusbüro beauftragt, die Sachlage genau zu prüfen und darf jetzt Folgendes berichten, und zwar
Jede Person mit einem digitalen Zugang, also mit Handy oder PC oder Tablet, hat jetzt schon die Möglichkeit, die Kärntencard online sowohl zu beantragen, als auch auf das Endgerät zu installieren, zum Beispiel aufs Handy. Das heißt, man braucht also keine Karte mehr. Das Aufladen ist ebenso digital möglich, sowohl für die digitale Kärntencard als auch für bereits bestehende analoge Karten. Das heißt, jeder, der schon einmal eine Kärntencard hatte, kann sie auch jetzt schon übers Handy wieder aufladen und muss nicht zu einer Aufladestelle gehen. Es ist zwar ein gewisser Aufwand für das Tourismusbüro und eigentlich für den großen Teil der Kärntencard-Nutzer inzwischen nicht mehr nötig, aber ich habe die Mitarbeiter inzwischen trotzdem beauftragt, sich einen Zugang für das Aufladen der Kärntencard anzufordern. Der Prozess im Tourismusbüro Kötschach-Mauthen kann damit nun auch angeboten werden, allerdings mit der Einschränkung, dass die Bezahlung in bar erfolgen muss. Die Installierung und der Betrieb einer Bankomatkasse ist für den Nutzen zu hoch und wird daher derzeit abgesehen. Da das Anfordern und Bezahlen aufgrund der digitalen Möglichkeiten einen Großteil der Nutzer möglich und zumutbar ist, sollte die Ergänzung ausreichend sein. Wir werden die Inanspruchnahme dann beobachten und bewerten, ob es sinnvoll ist, dieses Angebot aufrechtzuerhalten oder allenfalls auch auszuweiten. Danke für diesen Antrag. Ist damit aus meiner Sicht wahrscheinlich erledigt. Dann haben wir als zweites den Dringlichkeitsantrag von der letzten Sitzung mit dem Titel Aufforderung an die Kärntner Landesregierung zur Entlastung der Gemeinden und Neugestaltung des Umlagensystems in Kärnten. Da war die Begründung, die Gemeinden in Kärnten sind sich derzeit einer massiven Umlagenbelastung ausgesetzt, die eine erhebliche finanzielle Herausforderung darstellt. Um dieser Belastung entgegenzuwirken und eine gerechtere Verteilung der finanziellen Verantwortung zu erreichen, fordern wir die Kärntner Landesregierung auf, das Umlagensystem vollständig zu überarbeiten. Am Ende dieser umfassenden Struktur- und Aufgabenprozesse soll eine Neustrukturierung aller Aufgaben und Umlagen zwischen Land und Gemeinden stehen. Dabei soll insbesondere sichergestellt werden, dass zukünftig die inhaltliche und politische Verantwortung auch mit der finanziellen Verantwortung einhergeht. Insbesondere sind Abgangsdeckungen und Leistungen des Landes ohne jegliche Entscheidungsmöglichkeit bzw. Mitspracherecht durch die Gemeinden abzuschaffen. Dieser Dringlichkeitsantrag dient als klare Aufforderung an die Kärntner Landesregierung, die drohende Zahlungsunfähigkeit der Kärntner Gemeinden durch diese Reform abzuwenden. Gut, die Dringlichkeit wurde in der letzten Sitzung von mir nicht anerkannt. Wir haben das dann auch im Gemeindevorstand diskutiert und haben dann beschlossen, dass wir diesem Antrag die Zustimmung erteilen und der wird dann an die Kärntner Landesregierung auch weitergeleitet. Dazu möchte ich nur festhalten, dass der Kärntner Gemeindebund sehr stark interveniert seit Monaten und es nächste Woche am Dienstag eine Tagung in Klagenfurt geben wird zu der finanziellen Lage der Kärntner Gemeinden, an der auch Vertreter der Landesregierung teilnehmen sollen. Dann haben wir noch einen Dringlichkeitsantrag von der Neuen Volkspartei und der FPÖ Kötschach-Mauthen zum Polizeistandort Bezirkskommando. Stimmen die letzten Medienberichte in der Standort des Bezirkskommandos der Polizei in Hermagor sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Hier sollte dringend Kontakt aufgenommen werden, um unsere leerstehenden Räume des Rathauses in die Auswahl zu bringen. Auch wenn hier in den Berichten nur Hermagor als zukünftiger Standort genannt wird, muss eine Variante der ehemaligen Bieler-Räumlichkeiten zugelassen werden. Auch die zuständigen Stellen sollten sich auf die Leerstände im ländlichen Raum im Speziellen in diesem Ausmaß besinnen, im Besonderen, weil hier die Anforderungen der Größe, Barrierefreiheit, Parkplätze, alternative Heizsysteme, Energie, Photovoltaik und zentral gelegen zu sein bereits erfüllen. Somit überwiegen die Vorteile und es sollte rasch eine Kontaktaufnahme geben. Deshalb stellen wir gemeinsam folgenden Antrag. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen beauftragt den Bürgermeister und zugleich Geschäftsführer der Immobilien-KG aufgrund der oben genannten Gründe mit den zuständigen Stellen in dieser Sache umgehend in Kontakt bzw. in Verhandlungen zu treten, sodass der Standort Kötschach-Mauthen in Betracht gezogen wird. Dazu kann ich berichten, dass wir umgehend am nächsten Tag seitens der Amtsleitung Kontakt aufgenommen haben, eine E-Mail an das Bezirkskommando geschickt haben und unseren Standort ins Spiel gebracht haben bzw. die Anfrage gestellt, ob es auch Möglichkeiten gibt, den Standort außerhalb von Hermagor anzusiedeln. Und die Antwort ist dann einen Tag später gekommen mit der klaren Absage, dass das untrennbar mit dem Standort in Hermagor verbunden ist seitens der Polizei. So, dann darf ich noch berichten, dass wir eine Bürger- und Gemeinde-App in Auftrag gegeben haben und darauf aufbauend auch eine neue Gemeinde-Homepage. Die Feinabstimmungen dazu beginnen kommende Woche und es wird dann für die heimischen Vereine auch eine Infoveranstaltung geben, da diese Applikation kostenlos auch nutzen können. Für alle Interessierten können sich diese bestehende App, also die Firma gibt es ja schon länger, herunterladen und sich das anschauen. Der Name dieser Firma ist Cities
App. Und wir werden in den nächsten Wochen dann, nachdem wir diese Seite aufgebaut haben, alle möglichen Nutzer auch entsprechend informieren. Zum Thema Blöckenpass gibt es derzeit nicht wirklich große Neuigkeiten, außer dass, wie man den Medien entnommen hat, in Italien ein Budget von ca. 20 Millionen Euro für die Sanierung der bestehenden Trasse beschlossen wurde. Die Arbeiten haben Ende Mai begonnen, aber gehen derzeit noch, was man so sieht, sehr zögerlich voran. Auf Initiative der heimischen Wirtschaft hat der Verein So viel mehr im April einen runden Tisch einberufen. Die Veranstaltung hat im Festsaal des Rathauses stattgefunden. Es waren unter anderem auch Landeshauptmann Peter Kaiser, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, der zuständige Chef der Straßenverwaltung, Diplom-Ingenieur Volker Bittmann und auch der Vizepräsident der Region Friaul Julisch-Venetien, Stefano Mazzolini, anwesend. Es waren dann auch Vertreter der heimischen Wirtschaft, sehr viele da. Und dabei wurde diskutiert, aber auch mitgeteilt, dass die Straße bis Jahresende fertig sein sollte, beziehungsweise befahrbar sein soll, dass seitens Italien eine Alternativroute, also eine Nottrasse, derzeit ausgeschlossen wird und dass aber eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden soll, bilateral, die alle möglichen Varianten bis zum Herbst prüfen und bewerten soll. Diese Arbeitsgruppe, an der die Gemeinde selbst nicht beteiligt ist, hat laut Telefonat mit Diplom-Ingenieur Bittmann bereits mehrfach getagt und es soll dann ein Bericht erstattet werden. Allerdings muss tatsächlich festgestellt werden, dass es weiterhin sehr mühsam ist, von zuständigen Stellen irgendwelche Neuigkeiten oder Informationen zu bekommen. Dann darf ich nur berichten, dass wir nachstehende finanzielle Unterstützungen bzw. Subventionen gewährt haben. Das war einmal für die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob die Spende für das Kirchtagskonzert mit 250 Euro, der Kulturverein Mauten Subvention 24 mit 200 Euro, der OSK Unterstützung 2024 mit 4.000 Euro, die Bergrettungsstelle Kötschach-Mauten Förderung Veranstaltung des internationalen Valentin-Gletscherlaufs mit 500 Euro und die Trachtenfrauen Mauten anlässlich ihres 50-Jahr-Jubiläums ebenfalls mit 500 Euro. Das war mein Bericht. Und damit kommen wir weiter zum nächsten Tagesordnungspunkt, Bericht des Kontrollausschusses vom 6. Mai 2024. Und ich darf den Obmann des Kontrollausschusses um Berichterstattung bitten. Ja, danke, Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Wie gesagt, am 6. Mai 2024 war der letzte Kontrollausschuss zur Überprüfung der Abwasserbeseitigung Kötschach-Mauten, Errichtung und Betriebs GmbH, kurz APKM. Die Bilanz 23 mit Belegsprüfung war zum Prüfen. Eingeladen waren oder vor Ort waren auch Geschäftsführer der APKM Holzfand Werner sowie Magister Wolfgang Scholz als kaufmännischer Leiter der APKM. Die Bilanz 23 wurde von Herrn Magister Scholz getrennt in aktiver, passiver präsentiert und detailliert erläutert. Dabei wurden Fragen des Kontrollausschusses während der Sitzung besprochen und teilweise abgeklärt. Von meiner Seite war die Frage, wann die Rücklage des Kanals im Gemeindehaushalt wieder zur APKM zurückgeführt werde. Das ist im Moment in einer Höhe von 1 Million Euro. Magister Scholz gibt dazu an, dass die Rückführung aufgrund der langfristigen Liquiditätsplanung ab den Jahren 25 erfolge. Diese Rückführung wird vertraglich geregelt. Gemeinderat Thurner hatte zwei Anfragen. Einmal, dass er sich mit den Zahlen überschüttet fühlt und möchte die Bilanz nächstes Jahr früher haben und dass bei der APKM die Kläranlage, wer da alles beschäftigt ist und wer bei der Kläranlage die Urlaubsvertretung macht. Magister Scholz erläutert, dass bei der APKM Dienstnehmer Obernostra und bei der EVN auch ein Dienstnehmer angestellt ist. Diese Urlaubsvertretung bei der Kläranlage erfolgt durch Herrn Nussbaumer. Gemeinderat Thurner Jakob möchte auch noch wissen, warum es erst jetzt eine vertragliche Regelung zur Rückführung der Rücklagen notwendig sei. Hierbei wurde beantwortet, dass bisher keine Notwendigkeit für eine vertragliche Regelung gab und dies jetzt vorbereitet bzw. ausgearbeitet werde. Im Anschluss wurden noch Belege und Bankauszüge durchgeschaut, gesichtet und überprüft. Dabei wurden Fragen während der Sitzung besprochen und abgeklärt. Der Kontrollausschuss hat den Jahresabschluss der APKM GmbH 23 mehrheitlich gegen Stimme Gemeinderat Thurner zur Kenntnis genommen und stellte den Antrag, den Gemeindevorstand den Jahresabschluss 23 der APKM zu beschließen. Soweit mein Bericht. Gut, danke schön für den Bericht des Kontrollausschusses, den der
Gemeinderat somit zur Kenntnis dem Gemeinderat somit zur Kenntnis gebracht wurde. Ich darf dann weitergehen zum Tagesordnungspunkt 7, Abwasserbeseitigung Kötschach-Mauthen, APKM, Prüfung und Genehmigung des Jahresabschlusses, und darf begrüßen auch den Geschäftsführer, den Holzfeind Werner in unserer Mitte, der natürlich dann auch für Berichterstattung und Fragen zur Verfügung steht, wie in altgewohnter Manier. Die APKM hat für das Rechnungsjahr 23 die Bilanz erstellt. Die Bilanz wurde nach der Prüfung im Kontrollausschuss am 6. Mai 2024 in der Generalversammlung der APKM am 7. Mai genehmigt. Der Kontrollausschuss hat die Empfehlung abgegeben, den Rechnungsabschluss 23 zu genehmigen. Den Unterlagen liegt ja das gesamte Paket bei. Ich darf jetzt vielleicht den Finanzverwalter, aber auch den Holzfeind Werner bitten, uns die Eckzahlen dieser Bilanz bzw. des Rechnungsabschlusses zur Kenntnis zu bringen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie zu erwarten, hat die Bilanz für das Jahr 2023 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Ein ganz normales Betriebsjahr ohne besondere Ereignisse ist abgelaufen. Und ich möchte mich deswegen darauf beschränken, einige wesentliche Kennzahlen zur Kenntnis zu bringen. Die Abwasserreinigungsanlage arbeitet seit nunmehr 25 Jahren, obwohl anfangs als einstraßige Anlage sehr umstritten, funktioniert sie einwandfrei und mit besten Ablaufwerten, auch dank der guten Betreuung und Wartung durch unser Personal. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit 3,4 Millionen haben sich seit Betriebsbeginn auf etwa die Hälfte reduziert. Die Zinsen dafür sind wegen der Erhöhung des Zinssatzes in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 mit 152.000 Euro um 115.000 höher als im Vorjahr. Da sieht man gleich einmal, wie stark sich so eine Zinserhöhung auswirkt. Die Landesfördermittel in Höhe von 317.000 Euro stehen mit jährlich 2.000 an Zinsen zu Buche. Das heißt, wir zahlen jetzt diese als Kredit gewährten Fördermittel. Dafür zahlen wir jetzt 1% Zinsen. Und ab den Jahren 28 bis 2036 werden diese Kredite erst getilgt. Neben den Kosten für die Refinanzierung der Kredite beeinflussen auch die Betriebskosten der ARA mit 329.000 Euro, die Instandhaltung mit 85.000, Energie mit 7.000, wobei zu sagen ist, dass wir da noch auf der positiven Seite liegen, weil unsere mehrjährigen Verträge mit dem Stromlieferanten noch Geltung hatten im Jahr 2022 und wir deswegen noch die Erhöhung nicht durchgeschlagen hat. Darüber hinaus haben wir die Instandhaltung mit 85.000, Energie mit 7.000 Euro, Personal mit 71.000, kaufmännische und technische Betriebsführung mit 83.000, Gemeindeverwaltung mit 31.000. Die Abwassergebühr für die Gemeindebürger. Die unter Berücksichtigung der langfristigen Liquiditätsentwicklung verantwortungsvoll festgelegt wurde. Gut, danke schön. Herr Holzfeind, gibt es noch irgendwelche Ergänzungen? Derzeit nicht, oder? Gut, gibt es Fragen oder Anmerkungen? Bitte, Herr Gemeinderat. Herr Gemeinderat, werter Herr Bürgermeister, ich hätte noch eine Frage zwecks Punkt 9, Zinsen und endliche Aufwendungen. Die sind ja doch von 2022 auf 2023 um 115.000 rund gestiegen. Welchen Kredit oder welches Darlehen betrifft denn das jetzt, diese Erhöhung? Das haben wir immer so gehabt, im Schnitt so bei 40.000 Euro
Zinsaufwendungen langfristige Kredite. Ist da was dazugekommen oder hat es so einen Kredit gegeben, der zinslos gestellt worden ist? Oder wie ergibt sich da die Erhöhung? Das ist die ganz normale Entwicklung. Es sind ja bei vielen Instituten die Kredite aushaftend. Und wenn jetzt eine Zinserhöhung in diesem Ausmaß von praktisch 0 auf 4,5% stattfindet, dann wirkt sich das eben in der Höhe in diesem Jahr aus. Also es hat da keine Veränderung außer der Zinserhöhung, die offiziell von der Zentralbank ausgegangen ist, gegeben. Passt. Bitte, Herr Gemeinderat Turner. Ja, Herr Gemeinderat, Herr Geschäftsführer, wir haben da die Bilanz und den Jahresabschluss, aber ich stelle fest, trotz der Zinserhöhungen, dass 70.000 mehr Rücklagen waren. Und das hat immer geheißen, wenn die Zinsen steigen, jetzt sind sie gestiegen und die Rücklagen sind noch höher geworden. 995.000, jetzt frage ich den Herrn Bürgermeister oder den Herrn Ding, dieses Geld, wird dieses verzinst oder wird das als Körpergeld der Gemeinde zur Verfügung gestellt? Gut, danke, Herr Gemeinderat Turner. Diese Diskussion der internen Darlehen, die haben wir auch schon in den letzten Sitzungen diskutiert und geführt. Da haben wir uns auch Informationen seitens des Landes eingeholt. Herr Finanzverwalter, hast du das bei der Hand zu den internen Verzinsungen? Ja, hoher Gemeinderat, Herr Bürgermeister, die Diskussion ist ja schon öfters geführt worden über die Verzinsung. Es hat sich aber an der Situation aktuell nichts geändert. Die Verzinsung kann ausschließlich für innere Darlehen erfolgen, die jetzt von einer Zahlungsmittelreserve entnommen werden in einem Gemeindehaushalt. Was seitens des Landes Kärnten noch immer nicht geklärt ist, ist die Zuführung aus den Gebührenhaushalten an die Zahlungsmittelreserven. Das heißt, die Rücklage, die jetzt da im Gemeindehaushalt, im Kanalhaushalt verbucht ist, ist ein kumuliertes Ergebnis aus den Überschüssen der Vorjahre und ist einmal ein positives Bilanzergebnis, wenn man so bezeichnen will, das aber leider sehr schwer liquiditätsmäßig dann auch entsprechend als Rücklage zuzuordnen ist. Und das ist sicher noch eine Aufgabe des Landes, dass man das für die Gemeinden dann entsprechend darlegt, wie ein Ergebnis im Ergebnishaushalt, im Finanzierungshaushalt zu handhaben ist. Das war im bisherigen oder im alten Buchhaltungssystem ein bisschen einfacher. Ein Überschuss ist der Rücklage zugeführt worden und ein Abgang ist durch die Rücklage gedeckt worden. Und das ist leider seit 2020 nicht mehr und ist auch für uns Finanzverwalter leider unzufriedenstellend. Gut, gibt es weitere Fragen? Herr Gemeinderat Turner. Ja, Herr Bürgermeister, Herr Finanzverwalter, das nützt nichts. Meine, die Bürger sollen praktisch finanzieren den Gemeindehaushalt. Und weil das so ist und wir den Antrag schon gestellt haben, eine Gebührensenkung, die abgelehnt ist worden, können wir natürlich diesen Jahresabschluss nicht unsere Zustimmung geben. Und eine Frage hätte ich schon noch an den Geschäftsführer. Da kursieren immer Gerüchte mit dem Personal unten. Der Licker, der kommt alle zwei Monate auf. Herr Holzfeind, die müssen doch schon ein bisschen so einmal beim Personal dahinter sein. Aber den Herr Licker sagen, dass er aufkommt, bleibt er nicht alle zwei Monate. Weil mir werden immer Sachen vorgetragen. Teils stimmen sie. Und teils sind sie vielleicht überzogen. Aber ein bisschen Ordnung muss überall sein. Also ich kenne keine Gerüchte, mir wurde nichts zugetragen. Und wenn dir solche zugetragen worden sind, dann bitte die einmal uns in Schriftform mitzuteilen, dann werden wir darauf die entsprechenden Aktionen setzen. Gut, danke. Gibt es weitere Wortmeldungen, Herr Vizebürgermeister? Ja, Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, grundsätzlich wird unsere Fraktion, so auch wie im Vorstand, den Jahresabschluss genehmigen. Grundsätzlich muss ich aber schon auch auf die Rücklage noch einmal eingehen, weil es ja ein Antrag von unserer Fraktion war, innere Darlehen, betrifft jetzt zwar nicht unbedingt direkt jetzt die Rücklage zu verzinsen, aber trotzdem muss man sagen, dass die circa Million ja irgendwie, nicht nur irgendwie, sondern teils direkt
der Gemeinde Liquidität verschafft. Und da muss man offen und ehrlich sagen, ist das nicht zufriedenstellend, wenn das Geld durch Gebühren, Anpassungen ist jetzt nicht der Fall, aber im Endeffekt wird es ja irgendwann wieder einmal kommen, Geld im Endeffekt in den Haushalt spielt und die Gemeinde intern im Haushalt ihren Kredit nicht anbrauchen muss mit der Verzinsung und sich da irgendwo Liquidität verschafft. Das passt nicht ganz zusammen. Ich verstehe auch nicht, warum das Land da nicht auf das eingeht. Und im Endeffekt ist es unser Haushalt, den wir ja im Endeffekt zu verwalten haben. Und das sehe ich nicht ganz ein. Auf der einen Seite haben wir beim Kredit 1,75% oder was haben wir da, Verzinsung? Das sind unterschiedliche Verzinsen. Nein, der Rahmen. Wie ist der Verzinst mit 1,75%, glaube ich? Ist ja egal, aber über 1,5% halt definitiv. Und da kriegen wir nichts und der verschafft aber der Gemeinde Liquidität. Das passt nicht ganz und wie gesagt, wir stimmen denen zu, aber da muss irgendwas passieren in nächster Zeit. Gut, danke. Das haben wir eh schon öfter diskutiert und auch versucht, eine Lösung gemeinsam mit dem Land entsprechend zu erwirken, wie wir das bewerten sollen mit dieser Rücklage, aber da haben wir noch keine befriedigenden Auskünfte oder Reaktionen bekommen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann danke einmal dem Herrn Werner Holzfeind für das Kommen und für die Berichterstattung und darf dann den Antrag stellen, aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen vom 13. Juni, ergeht der Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen, dass der vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil dieses Antrags bildende Jahresabschluss 23 samt Ergebnisverwendung der APKM genehmigt und den Geschäftsführern nach § 35 GmbH-Gesetz und den Mitgliedern des Gesellschafterausschusses die Entlastung für das Geschäftsjahr 23 erteilt wird. Der Gesellschafterausschuss der APKM hat in der Generalversammlung am 7.5. nach Prüfung des Kontrollausschusses am 6.5. diese Empfehlung ausgesprochen. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme zweimal, mehrheitliche Annahme, Gegenstimme Namensliste Turner. Und dann darf ich mich beim Herrn Werner Holzfeind nochmal bedanken und du darfst natürlich gerne bleiben, aber wir... Danke, ich ziehe es vor, mich zurückzuziehen. Gut, dann einen schönen Abend noch. Wiederschauen. Dann kommen wir weiter zum Tagesordnungspunkt 8, Kanische Werkstätten, vormals Big Box. Abänderung bzw. Ergänzung des Fördervertrages vom 30.11. gemäß Punkt 6.3 zwischen der Gemeinde und der IKZ GmbH, Bericht und Beschlussfassung. In der Sitzung des Gemeinderats am 30.11. wurde ein Förderungsvertrag zwischen der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen und der IKZ Kanische Region GmbH für das Projekt damals noch Big Box, nunmehr Kanische Werkstätten, zum Abschluss gebracht. In den ehemaligen Büroräumlichkeiten der EPK soll aufgrund einer Fläche von 300 Quadratmeter ein Bildungs-, Innovations- und Gründungszentrum entstehen. In Abstimmung mit dem Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds, also KWF, und einer Rechtsanwaltskanzlei wurden die Förderverträge überprüft und um eine De Minimis-Passage ergänzt und klargestellt, nachdem die Förderung aus dem Jahr 23 stammt und die dahingehenden Förderrichtlinien anzuwenden sind. Im ursprünglichen Fördervertrag ist man von einer Förderung von 250.000 in drei Teilbeträgen ausgegangen, welche als Bedarfszuweisungsmittel außerhalb des Rahmens gewährt werden. Im nunmehrigen Förderungsvertrag wird die Förderung als Förderung und Mietvorauszahlung im Ausmaß von 250.000 konkretisiert. Gleichzeitig wurde die Projektbezeichnung Big Box durch Kanische Werkstätten ausgetauscht. In den allgemeinen Bestimmungen wurde unter Punkt 6.4 eingefügt, dass die Mitfertigung dieses Fördervertrags abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen und der IKZ Kanische Region der Fördervertrag vom 30.11. seine Wirksamkeit verliert. Die IKZ Kanische Region GmbH wird ihrerseits durch entsprechende Vereinbarung mit den Eigentümern der IPK sicherstellen, dass die Förderungsmittel ordnungsgemäß verwendet werden. Gibt es dazu Fragen? Ist im Endeffekt eine Formsache, aber wir können es gerne diskutieren. Sehe ich nicht. Dann darf ich den Antrag stellen.
Aufgrund des einstimmigen Beschlusses vom Gemeindevorstand vom 13. Juni ergeht der Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen, dass der im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil dieses Antrags bildende Fördervertrag eine Abänderung abzuschließen zwischen der Marktgemeinde Kütschach-Mauden und der IKZ Kanische Region GmbH. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Dann kommen wir weiter zum Tagesordnungspunkt 9, Spielplätze, Konzept, Marktgemeinde Kütschach-Mauden, Neubau und Sanierung, Vergabe, Beratung und Beschlussfassung. In der Sitzung des Gemeindevorstands vom 18.03.24 wurden die Beschlussfassungen für die Ausschreibung der Ingenieurleistungen für die Spielplatzplanungen im Bereich des öffentlichen Spielplatzes bei der Volksschule und Mittelschule, also eine KISB-Förderung, und für die Spielplätze im Kirchenbereich Kütschach, Waldbad Mauden und den Pfarrkindergarten Kötschach sowie Würmlach an die Firma Lena Plant Landschaftsplanung vergeben. Sämtliche erforderlichen Lieferungen und Leistungen für Sanierung bzw. Neuerrichtung, Spielplatzbau, Gartengestaltung und Zaunbau wurden im Zuge einer Angebotslegung vom 19.04.24 im Rahmen der Direktvergabe nach dem Bundesvergabegesetz zur Ausschreibung gebracht. Nach Prüfung der Ausschreibungsunterlagen wurden nachfolgende Firmen gemäß beiliegendem Vergabevorschlag als Billigstbieter ermittelt und in der Sitzung des Ausschusses für Angelegenheiten der Gesundheit, Bildung, Kultur, Jugend, Familien, Umweltschutz, Energie, Abfallwirtschaft, Wasser und Abwasser am 6.06. im Rahmen einer Präsentation zur Vergabe empfohlen. Ich darf kurz einmal die Angebote erläutern, und zwar geht es um das Thema einerseits Spielplatzbau. Da war der Billigstbieter die Firma Katz und Klump in Fürnitz mit einem Bruttowert von 105.571,20. Die weiteren Angebote waren von der Firma Enorm mit 105.746,41 und Moser Spielgeräte mit 148.488. Der Bereich Gartengestaltung ist Billigstbieter der Firma Wiesergärten in Steinfeld mit 29.299,12. Weitere Angebote sind abgegeben worden von der Firma Kempkes mit 39.438,66 und der Firma Teufenbach mit 29.684,52. Und zum Thema Zaunbau haben wir den Billigstbieter mit der Firma Klemen Metalltechnik aus Brückel mit 8.112. Weitere Angebote sind eingegangen von der Firma Hutter und Schranz mit 9.727,20, Firma Brix Einfriedungsmontagen mit 12.682,80 und der Firma Zaunteam Kärnten West von 11.363,24. Beim Amt der Kärntner Landesregierung soll für den öffentlichen Spielplatz bei der Volksschule und Mittelschule ein Antrag zur Kinderspielplatzförderung, das KISBI abgekürzt, mit Kosten von 86.373,06 brutto eingebracht werden. Der beiliegende Antrag auf Fördermittel bildet einen wesentlichen Bestandteil für die Antragstellung beim Land Kärnten. Zusätzlich muss eine Absturzsicherung zur Mittelschule außerhalb der Förderung über ca. 3.640 Euro errichtet werden. Es sollen zusätzlich nachstehende Lieferungen und Leistungen für Sanierung bzw. Neuerrichtungen vergeben. Beim Spielplatz Kirchenbereich Kötschach haben wir ein Teilprojekt mit 20.956,21. Beim Pfarrkindergarten Kötschach und Würmlach mit 20.596,32, beim Spielplatz Waldbad Mauden mit 14.803. Gesamtkosten, also alles zusammen, ergibt dann einen Wert von 144.529,10. Und der Finanzierungsplan für diese Maßnahmen ergibt sich wie folgt, und zwar bei Förderzusicherung hätten wir eine KISBI-Förderung in Höhe von 51.800. Zusätzlich setzen wir 30.000 Euro BZAR ein, deren Widmung wir ändern müssen, beziehungsweise das Land Kärnten. Und die KIK-Mittel, also kommunales Investitionspaket aus dem Jahr 2023, von Bundesseite haben wir noch 62.800 einzusetzen. Das ganze Projekt zieht sich ja schon etwas länger. Es ist eigentlich Ausfluss aus unserer Zertifizierung zur kinder- und familienfreundlichen Gemeinde, im Zuge dessen wir ja uns über ein Spielplatzkonzept, das wurde diskutiert in den Ausschusssitzungen und auch vom Gemeinderat beschlossen, nachdem der TÜV bzw. die Zertifizierungs- und Sicherungsstelle uns im letzten Jahr einige Geräte abgebaut hat oder uns aufgetragen hat, Geräte abzubauen aus Haftungs- und Sicherungsgründen,
haben wir über die Herbstmonate natürlich da nur eingeschränkte Möglichkeiten anbieten können. Haben jetzt sehr intensiv auch in den letzten Monaten auch der Ausschuss daran gearbeitet, dass wir wirklich zeitnah jetzt diese Verbesserung durchführen können. Ja, es ist soweit sehr breit diskutiert im Ausschuss und auch im Gemeindevorstand, im Gemeinderat. Teil dieser KISB-Förderung, das muss man auch dazu sagen, ist ein Pachtvertrag mit der KIOG. Das heißt, neben der Schule gehört ja ein Grundstück nicht der Gemeinde, sondern gehört zur Hauptschule oder neuen Mittelschule. Und da haben wir einen Entwurf von der KIOG heraufbekommen zu den Pachtbedingungen. Bis jetzt war das nicht geregelt. Und der Pachtvertrag ist erst heute oder gestern eingelangt, also bisher den Sitzungsunterlagen nicht beigelegen. Das ist ein Entwurf. Der Vorschlag ergeht, dass wir diesen Entwurf so beschließen, damit wir die Förderung einmal beantragen können. Beim Land Kärnten sollte es noch Änderungen geben, oder Änderungswünsche, aber es ist im Endeffekt ein normaler Pachtvertrag mit einer jährlichen Pacht von 100 Euro. Also gerade das, was drinsteht, ist auf 20 Jahre abgeschlossen, weil das ist ein Förderkriterium vom Land Kärnten aus, dass man eben für 20 Jahre diese KISB-Förderung ansetzt für den Spielplatzbetrieb. Und damit sollte eigentlich den Fördervoraussetzungen Genüge getan sein. Gibt es zu diesem Tagesordnungspunkt Ergänzungen oder Fragen? Darf ich ganz kurz? Bitte, Frau Ausschussobfrau. Ja, hoher Gemeinderat, nur ganz kurz. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, die Spielplätze. Alle warten schon hart auf die Spielplätze. Es war halt einfach das Problem, wie es der Bürgermeister gesagt hat, die Spielplätze sind irgendwie alle einmal gleichzeitig gebaut worden und der TÜV ist gekommen und hat halt viel beanstandet. Dadurch haben wir auch einiges abbauen müssen und es ist viele sanierungsbedürftig, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir daran gearbeitet haben und das haben wir im Ausschuss wirklich konstruktiv. Ich möchte mich da bei allen Fraktionen bedanken. Das war eigentlich ein sehr gutes Miteinander. Ich glaube, es war auch ganz gut, dass wir die Landschaftsplanerin, die Lena Kerschbaumer, ins Boot geholt haben, weil die wirklich weiß, was sie tut. Und ja, ich freue mich einfach auf die Umsetzung, möchte mich noch bei allen Beteiligten, auch bei der Gemeindeverwaltung. Es war nämlich gar nicht so einfach, das jetzt alles so auf Schiene zu bringen, bedanken und freue mich dann, wenn wir in ein paar Wochen auch dann endlich die neuen Spielplätze bewundern können. Gut, danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Vizebürgermeister. Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, möchte mich da der Ausschussopfer anschließen. Das Einzige, was Sie auch richtig so kommen jetzt an, dass das so lange gedauert hat, hat aber auch eine Ursache, das haben Sie auch gesagt, mit dem TÜV, und das haben wir im Vorstand auch diskutiert, beziehungsweise auch meine Anregung noch einmal wiederholen. Es ist nicht der TÜV das Gelbe unbedingt vom Ei, ist, glaube ich, die schärfste der Möglichkeiten. Natürlich muss die Sicherheit gegeben sein, das brauchen wir nicht diskutieren, aber man sollte sich da schon einmal dringend umschauen, ob es nicht andere Möglichkeiten, Ingenieursbüros gibt, die das überprüfen können. Erstens einmal die Kosten, weil es ist jährlich zu überprüfen, und zweitens, natürlich wird es hier altersmäßig immer wieder Adaptierungen geben, die so ausfallen können und so ausfallen können. Grundlegend stimmen wir natürlich gerne denen zu und haben die Zeit leider überbrücken müssen, nicht wir, sondern die Kinder. Aber ich hoffe, dass das dementsprechend jetzt an rasch in Umsetzung kommt. Und eins muss man dazu sagen, hätte man die Bundesförderung der Sache nicht, würden wir uns bei der Summe, glaube ich, sehr hart tun, bis gar nicht umsetzen. Danke. Gut, danke, Herr Vizebürger, Herr Gemeinderat Turner. Ja, Herr Gemeinderat, meine, der Spielplatz bei der Volksschule, meine, ist ja vollkommen richtig. Aber jetzt frage ich mich, ist der im Kindergarten Würmlach und im Pfarrkindergarten Kötscher, ist der öffentlich zugänglich? Es gibt insgesamt drei Spielplätze, die derzeit nur den Kleinkindbereich betreffen, also zu den Kindergärten zuzuordnen sind. Beim Pfarrkindergarten in Kötschach haben wir in dem eingezäunten Bereich nur kleine Maßnahmen zu setzen. Allerdings heraus und beim öffentlich zugänglichen Bereich, da wurde das Gerät bereits abgebaut. Da soll ein neues Gerät kommen, der dann auch öffentlich zugänglich ist. Eine Absturzsicherung und was haben wir dort noch dabei? Ein Zaunelement im Bereich vor dem Kloster Kindergarten in Kötschach. Was da kommt, eine Spielkombination, genau. Eine große. Das ist öffentlich zugänglich, ja. Und die Kinder
Also die Kleinkindbereiche sind natürlich für Kleinkinder vorgesehen. Während der Betriebszeiten darf dort grundsätzlich niemand hinein, außer er hat ein Zutrittsrecht, weil da geht es ja auch oft um familiäre Angelegenheiten, Annäherungsverbote und so weiter. Also da muss man schon drauf schauen, dass da wirklich die Kinder in Sicherheit sind und unter Aufsicht bleiben können. Außerhalb der Öffnungszeiten gibt es durchaus Möglichkeiten, die Spielplätze zu öffnen. Haben wir auch immer wieder getan. Über die gesunde Gemeinde zum Beispiel hat es letztes Jahr im Sommer, wie hat es geheißen, Turnen im Park im Kindergartenbereich Würmlach gemacht. Genau. Man muss aber sagen, ganz öffentlich zugänglich würde ich solche Bereiche nicht machen, weil es natürlich auch eine gewisse Sicherheitsfrage ist, wenn dort jeder Mann zu jeder Tages- und Nachtzeit ohne, sage ich mal, wenigstens ein Zeindel rein und rausgehen kann, müsstest du diesen Bereich jeden Tag wirklich inspizieren, ob da nicht irgendwas drin liegt, was nicht drin liegen soll, also sei es Scherben oder sonstiges. Deshalb ist es, glaube ich, gut und wichtig, dass man den Kleinkindbereich einen eigenen Bereich gibt und für die allgemeine Nutzung eben öffentlich zugängliche Spielplätze. Und da sind wir mit diesem Konzept sehr, sehr gut aufgestellt im Vergleich zu vielen anderen Gemeinden. Gibt es weitere Fragen? Herr Gemeinderat Turner noch einmal und dann der Herr Gemeinderat Kogler. Ja, der Betrag von 144.000, der wird ja ausschließlich von Land Kärnten finanziert. Die 144.000, das habe ich früher vorgelesen, da gibt es einen Finanzierungsvorschlag oder Finanzierungsplan dazu. Und zwar sind ca. 50.000 Euro diese KISPI-Förderung, die betreffen aber nur den Kinderspielplatz zwischen den zwei Schulen. Das ist ein Projekt, das gefördert wird. Und die restlichen Kosten finanzieren wir aus Bedarfszuweisungsmitteln mit Höhe von 30.000 Euro und der kommunalen Investitionsrückmittel oder Rücklagen, die wir noch haben, die wir noch nicht aufgebraucht haben, um den Restbetrag zu finanzieren. Ursprünglich war ja vorgesehen, dass die Kippmittel bis zum Jahresende aufzubrauchen sind. Inzwischen haben wir vom Bund eine neue Regelung bekommen, vor zwei Wochen circa, dass diese alten Kippmittel aus dem Jahr 2023 auch noch länger zuerkannt werden, weil viele Gemeinden einfach aufgrund der eigenen finanziellen Möglichkeiten gar nicht die Möglichkeit haben, diese Kippmittel einzusetzen. Aber es ist halt, weil mehrere Standorte sind, steigen die Kosten. Wenn das zusammengezogen war, die Kindergärten, ein Bildungszentrum, wäre es natürlich wesentlich billiger. Ja, die Diskussion haben wir auch voriges Jahr im Gemeinderat geführt und einen Grundsatzbeschluss gefasst zur Weiterverfolgung eines Bildungscampus, wobei wir uns darauf geeinigt haben damals, dass der Kindergarten in Würmlach in der Form erhalten bleiben soll. Deshalb setzen wir dort auch weiterhin Investitionen. Beim Kindergarten in Kötschach, also alter Standort beim Kloster, da sind momentan ja nur ganz kleine Sanierungen notwendig. Da geht es um 4.000 Euro im Spielplatzbereich, die in dieses Gesamtpaket gut hineinpassen. Und wir haben im letzten Jahr von Seiten des Landes am Anfang noch etwas mehr Druck verspürt, Richtung Campus zu gehen. Jetzt inzwischen durch die Auflegung dieses neuen Bildungsbaufonds, den das Land Kärnten ausgerufen hat mit 75% Förderung für Bildungsbauten, ist der Andrang anscheinend so groß. Also sehr viele Gemeinden wollen dieses Geld natürlich in Anspruch nehmen. Jetzt muss natürlich geschaut werden, dass nicht zu viel auf einmal kommen, weil sonst das Land wieder ein Problem kriegt, wenn sie in 132 Gemeinden zugleich Projekte umsetzen müssen. Also der Druck ist momentan auf unserer Seite einmal nicht so groß. Und vor allem braucht man natürlich auch im Hintergrund ausreichend Zeit für Gespräche, Verhandlungen und den entsprechenden Platz auch zu schaffen, um weitere Kinder oder andere Gruppen und so weiter überhaupt anzudenken. Herr Gemeinderat Kogler. Ja, danke, Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat. Ich muss einmal in erster Linie auch Danke sagen, Gemeindevorstand Christina Batterer, für die tolle Zusammenarbeit zu diesem Projekt, aber natürlich auch der Amtsleitung, Herrn Jürgen Temessel, für die viele Arbeit an diesen Förderstellen, was ganz wichtig ist, um der Gemeinde auch Geld zu sparen. Ich denke schon, es ist einfach der Zustand der alten Spielgeräte war wirklich, man hätte müssen wahrscheinlich vor Jahren schon einmal reagieren. Der TÜV hat das nicht umsonst geschlossen, sondern wir haben auch bei einer Begutachtung gesehen, dass das wirklich auch schon Problemstellen, große Problemstellen waren. Und in einem öffentlichen Bereich, glaube ich, geht es gar nicht anders. Und jetzt haben wir wirklich dann, glaube ich, was auf die Beine gestellt, was wieder länger halten wird. Und ich denke, wir werden darauf schauen und auch die Zusammenarbeit generell für die Jugend, dass wir das weiter so forcieren. Danke. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen?
Sehe ich nicht. Dann darf ich zur Beschlussfassung fortschreiten. Zwar aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands vom 13. Juni ergeht der Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen, dass aufgrund der einstimmigen Empfehlung des Ausschusses für Angelegenheiten Gesundheit, Bildung, Kultur, Familien, Umweltschutz, Energie, Abfallwirtschaft, Wasser und Abwasser vom 6.06.24 und den Vorbereitungen in den Sitzungen des Gemeindevorstands der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen vom 13.06. gemäß Vergabevorschlag von Lena Plant, Ingenieurbüro und Landschaftsplanung AFRITZ die Lieferungen und Leistungen für Sanierung und Neuerrichtung der Spielplätze in der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen an die Firma A. Spielplatzbau, Firma Katz und Klum, Kärntnerstraße 11 in Fürnitz mit 105.571,20. B. Gartengestaltung Wiesa Gärten Lindenweg 7, 97454 Steinfeld mit 29.299,12 brutto. C. Zaunbau, Firma Klemen Metalltechnik EU, Reisdorf 3371 Brückel mit 8.112 brutto vergeben werden und beim Amt der Kärntner Landesregierung für einen öffentlichen Spielplatz im Rahmen der Orts- und Regionalentwicklung Kärnten bei der Volksschule und Mittelschule der beiliegende Antrag auf Kinderspielplatzförderung mit Kosten von 86.337,06 brutto eingebracht werden kann. Für die Nutzung der Grundstücke der Karnischen Infrastruktur- und Organisations GmbH KIOG ist ein Pachtvertrag abzuschließen. Zusätzlich sollen nachstehende Lieferungen und Leistungen für Sanierung bzw. Neuerrichtung vergeben werden. Spielplatz Kirchenbereich Kötschach brutto 20.956,21, Pfarrkindergarten Kötschach und Würmlach 20.596,32, das ist netto, das erste war brutto. Spielplatz Waldbad Mauthen 14.803,51 netto. Gesamtkosten ergibt rund 144.529,10. Die Umsetzung des Spielplätzekonzepts der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen soll wie nachstehend finanziert werden. Die KISB-Förderung vom Land Kärnten mit 51.800, 30.000 Euro von BZR im Rahmen einer Mitteländerung und KIOG 23 Förderung 62.800 ergibt Gesamtkosten in Höhe von 144.600 Euro. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme, einstimmige Annahme. Darf mich auch nochmal bei den allen Mitarbeitern und auch beim zuständigen Ausschuss unter der Obfrau Christina Batter recht herzlich bedanken, auch beim heute nicht anwesenden Bausachverständigen der Gemeinde, beim Rudi Rubin, der da auch ganz massiv in Abstimmung mit der Lena mitgewirkt hat und natürlich auch beim Finanzverwalter und allen weiteren. Dankeschön, ich glaube, wirklich ein tolles Projekt. Dann Punkt 10, öffentliche Straßen und Wege, Grundstücksangelegenheiten, Parkplatz, Planer und Anführungszeichen Kötschach, Abschlussvertrag, Bericht und Beschlussfassung. Mit Mietvertrag vom 17.11.22 aus dem Gemeinderat wurde mit Frau Magister Elisabeth Planer in Kötschach 2 und der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen ein Mietvertrag zum Zwecke des Betriebs eines öffentlichen Parkplatzes in Kötschach abgeschlossen. Im Mietvertrag ist die Untervermietung einzelner Stellplätze an Anrainer mit berechtigtem Interesse ermöglicht. Aufgrund geänderter Gegebenheiten durch die Vermieterin soll der hintere Bereich der Parkflächen von ihr zurückgenommen werden. Gleichzeitig hat die Vermieterin die Absicht, den hinteren Bereich der Parkflächen baulich abzugrenzen. Gemäß Mietvertrag kann das Mietverhältnis und Untermietverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten jeweils zum 30.06. bzw. 31.12. eines jeden Jahres aufgekündigt werden. Dahingehend wurde ein bestehender Untermietvertrag aufgekündigt. Der beiliegende Mietvertrag, beginnend mit 1.7.24, der einen wesentlichen Bestandteil dieses Sitzungsvortrages bildet, wurde analog zu den bisherigen Mietverträgen mit der Vermieterin ausgearbeitet. Eine Reduktion des Mietzinses durch die Verringerung der Flächen schlägt sich im Mietpreis nieder. Die Vermieterin hat auf die Zeit von 5 Jahren auf die Ausübung eines Kündigungsrechts verzichtet. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Bitte, Herr Vizebürgermeister. Ja, Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, wenn sich einer zurückerinnert, haben wir vor einiger Zeit einmal 4 verpachtet von der Marktgemeindegrund. Ich habe den im Vorstand dazu gestimmt, nur eines gebe ich zu bedenken. Jetzt sind im Endeffekt wieder Stellflächen im Ortsbereich, im Ortskern, Kötschach weniger, Gott sei Dank jetzt im Endeffekt nur einer mit der Adaptierung. Darf ich auch grundsätzlich bei der Familie Planer und in dem Fall bei der Frau Magister Planer bedanken für die Möglichkeit, trotzdem noch Stellplätze zu genehmigen da drinnen, beziehungsweise dass die Gemeinde die
die Möglichkeit hat, dort Stellplätze zu machen. Aber trotzdem muss man auch sagen, es werden drinnen weniger und wir haben da drinnen grundsätzlich ein Parkproblem. Trotzdem stimmen wir denen natürlich zu, weil es ja eigen Grund von der Frau Planer ist. Danke. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann darf ich den Antrag zur Abstimmung bringen. Aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands vom 13. Juni ergeht der Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen, dass der im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil dieses Antrags bildende Mietvertrag abzuschließen zwischen der Marktgemeinde Kürtschach-Mauthen und Frau Magister Elisabeth Planer genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Alle da. Dann haben wir Tagesordnungspunkt 11, Naturschwimmbad Waldbad Mauthen, Abschluss eines Mietvertrages. Über unsere Mitteilungsblätter der Gemeinde bzw. Homepage der Marktgemeinde Kürtschach-Mauthen vom 20. Februar 2024, Volltreffer und Regionalmedien wurde für die Sommersaison 2024 neuerlich der Betrieb des Badebuffets im Naturschwimmbad Waldbad Mauthen ausgeschrieben, weil nach den gesundheitsbedingten Ausfalls im Jahr 2022 von der damaligen Pächterin kein neuerlicher Pächter gefunden werden konnte. Das Buffet wurde dadurch nur über Selbstbedienung mit Getränken betrieben. Herr Peturnik hat mitgeteilt, dass er die Qualifikation und auch das Personal hat, um diese Einrichtung erfolgreich und ordentlich zu führen. Für die Verpachtung soll nachstehender Pachtvertrag abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde Kürtschach-Mauthen und Herrn Erich und Frau Vera Peturnik abgeschlossen werden. Das heißt, er hat sich innerhalb oder sie haben sich innerhalb dieser Ausschreibung gemeldet. Es ist auch das gleiche Ehepaar, das die Aquarena, das Aquarena-Restaurant seit Mitte Frühling betreibt. Wir haben da die gleichen Grundbedingungen drin wie bei den bisherigen Pächtern, wobei wir aufgrund der sehr kurzen bzw. der ersten Saison auch in diesem Mietvertrag, wie schon beim letzten Mal, eine Halbierung des Pachtzinses fürs erste oder für dieses Jahr vorgesehen haben. Wenn das funktioniert und ein längerfristiger Vertrag abgeschlossen werden soll und kann, dann würde das ab dem nächsten Jahr auf die früher einmal übliche Höhe des Pachtzinses hinaufsteigen. Gibt es dazu irgendwelche Fragen oder Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann darf ich den Antrag stellen. Aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands, danke, vom 13. Juni ergeht der Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen, dass der im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil dieses Antrags bildende Pachtvertrag abzuschließen zwischen der Marktgemeinde Kürtschach-Mauthen und den Erich und Frau Vera Peturnik genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme einstimmig angenommen. Dann haben wir die Tagesordnungspunkt 12, Tourismusangelegenheiten, Ortstaxe. Verordnung, Änderung des Gemeinderats, mit der Ortstaxen, Ortstaxenverordnung ausgeschrieben werden, Beratung und Beschlussfassung. Die aktuelle Verordnung des Gemeinderates ist vom 22.03.2012 und sieht in § 3 folgendes Ausmaß vor. Die Ortstaxe beträgt je abgabenpflichtiger Person und Nächtigung a. während der Zeit vom 16.09. bis 15.06., also in der Wintersaison, 0,80 Cent, während der Zeit vom 16.06. bis 15.09., also Sommersaison, 0,94 Euro. Die Verordnung soll nun neu erlassen werden und es liegt im Entwurf mit einer Abgabenhöhe von 2 Euro Ortstaxe je abgabepflichtiger Person und Nächtigung vor. Der Vorentwurf wurde zur Vorbegutachtung an das Land Kärnten geschickt und dazu wurde folgende Stellungnahme abgegeben, auszugsweise erstens zur Höhe der Abgabensatzes. Unter der Prämisse, dass sich der Gemeinderat vor Beschlussfassung mit der Abgabenhöhe auseinandersetzen wird und so die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 4 Absatz 2, gewährleistet ist, bestehen keine Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Verordnung in Bezug auf die potenzielle Höhe der Abgabe. Zweitens zur Entrichtung der pauschalierten Ortstaxe. Da die pauschalierte Ortstaxe, die eine jährlich fortzuschreitende Abgabe ist, mit der Ortstaxe in einem untrennbaren Zusammenhang steht, stellt sich die Frage der Vollzugstauglichkeit einer unterjährigen Abgabenerhöhung im Kalenderjahr 2024, weshalb ein Inkrafttreten mit 1. Jänner 2025 empfohlen wird. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch der Umstand, dass die Verordnung des Gemeinderats vom 22. März 2012, mit welcher die Ortstaxen oder Kurtaxen ausgeschrieben werden, die Ortstaxe saisonal, also Winter- und Sommersaison, abstuft. Dies erschwert zusätzlich das avisierte unterjährige Inkrafttreten.
Das wären dann 3 Abgabensätze innerhalb eines Jahres. Kommt es zu einem unterjährigen Krafttreten, ergeht der nachdrückliche Hinweis, die Abgabenpflichtigen, die die pauschalierte Ortstaxe selbst zu bemessen haben, auf die Änderung hinzuweisen und die Selbstbemessungen für das Kalender 24 sorgfältigst zu prüfen. Dann gibt es noch formelle Anmerkungen. Das waren irgendwas Formelles, eben von den Titel her. Dann haben wir drin der Paragraph 4 des Kärntner Orts- und Nächtigungstaxengesetzes als rechtliche Grundlage bestimmt, dass die Ortstaxe durch Verordnung des Gemeinderats je Person und Nächtigung zwischen 0,36 und 2 Euro festzusetzen ist. Dann ist noch bei dieser Bemessung fest darauf zu achten, den Aufwand für die Erfüllung der Aufgaben gemäß § 4 Absatz 2 a bis c und e des Kärntner Tourismusgesetzes und die Beschaffenheit und den Aufwand für die Einrichtungen gemäß § 4 Liter d und f des Kärntner Tourismusgesetzes. § 4 des Kärntner Tourismusgesetzes, örtliche Abgaben. Erstens, die Wahrnehmung der örtlichen Belange des Tourismus obliegt den nach den Bestimmungen des zweiten Teils dieses Gesetzes als Körperschaften öffentlichen Rechts eingerichteten Tourismusverbänden. Soweit solche Tourismusverbände nicht eingerichtet sind, verbleiben diese Aufgaben bei der Gemeinde. Zweitens, den Tourismusverbänden obliegen neben den in diesem Gesetz ausdrücklich angeführten Aufgaben die Organisation des Tourismus vor Ort, die Sicherstellung der Verfügbarkeit der Gästeinformation, die Betreuung der Gäste, insbesondere durch Information, Unterhaltung und Gestaltung von Freizeitaktivitäten, die Mitwirkung an den Konzepten der regionalen Tourismusorganisation, die Pflege und Betreuung der in der jeweiligen Gemeinde vorhandenen Anlagen der öffentlichen Freizeitinfrastruktur, die für den örtlichen Tourismus von besonderer Bedeutung sind, insbesondere von Wanderwegen, Loipen, Rad- und Mountainbike-Strecke nach Maßgabe Absatz 2a. Sechstens, der selbstständige Betrieb von Tourismusprojekten und Tourismusinfrastruktureinrichtungen nach Maßgabe des § 29 Absatz 2 oder die Beteiligung an solchen. Durch die Anpassung der Ortstage ergeben sich effektive Mehreinnahmen. Das ist jetzt noch die Berechnung mit der unterjährigen Erhöhung, gell? In 24er Jahr. Okay, dann beschränke. Genau. Und aber 25 steht dann noch. 25, ja genau. Also jetzt geht es jetzt nur ums Jahr 25 von rund 72.000 Euro, wenn man die tatsächliche Nächtigungstaxe bei der Ortstaxe sowie die 45% Subvention an die NLW zugrunde legt. Insgesamt, na, das stimmt doch nicht, weil 24 dabei ist. Vielleicht nur, um das gegenüberzustellen, was wir mit diesen Geldern alles finanzieren. Wir haben eben im Abschnitt 77 einen Nachtragsvoranschlag wahrscheinlich in Höhe von 128.700. Bei der Aquarena werden wir wie immer ca. 200.000 Euro bezuschussen. Beim Waldbad Mauthen gehen wir von 11.400 aus, bei den Loipen von ca. 12.000 Euro, die Radwege mit derzeit einmal 4.300 und die Mountainbike-Wege mit knapp 10.000 Euro. Das heißt, wenn man nur einen Teil der Aquarena hernimmt, liegen wir bei zwischen 250.000 und 350.000 Euro, die wir jedes Jahr für die touristische Infrastrukturen aufwenden. Das sind natürlich alles geschätzte Kosten. Ursprünglich war auch geplant zu schauen, ob wir auch unter dem Jahr diese Gebührenerhöhung machen können. Wir haben uns dann aber in Gesprächen oder ihr auch auf Aufforderung von Herrn Vizebürgermeister mit einem der hauptbetroffenen Betriebe unterhalten und auch das Land Kärnten sieht es technisch sehr schwierig, unterjährig zu erhöhen. Deshalb ergeht der Antrag jetzt, diese Verordnung mit 01.01.2025 zu beschließen. Gibt es dazu Ergänzungen oder Fragen? Wir hatten zuerst aufgezeigt. Herr Gemeinderat Turner. Bitte. Ach so, ich meine das. Ah, du bist zuerst dran, ja. Ja, Herr Gemeinderat, es ist schon eine gewaltige Erhöhung. Auf 2 Euro, meine ich. Wenn man so Privathaushalte hernimmt, die nur vermieten, die sehr wenig sind, die werden sicherlich nicht erfreut sein. Mit gewissen Tourismusbetrieben habe ich gesprochen, die sagen, es sollte ja eh der Gast. Und jetzt frage ich mich ganz offen, warum ist da keine Abstufung Winter und Ding drin? Ja, okay. Grundsätzlich haben wir 80 und 94 gehabt. Ja. Wie diese alte Abstufung zustande gekommen ist, kann ich nicht sagen, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das einheitlich machen wollen, dass die Sommersaison gleich bewertet wird wie die Wintersaison.
Natürlich wird es in gewissen Betrieben jetzt am Anfang einmal zu gewissen Fragestellungen kommen. Durch die relativ lange Vorbereitungszeit kann aber die Kommunikation auch von den Tourismusbetrieben zu ihren Gästen funktionieren. Im Endeffekt geht es ja nur darum, dass der Gast wissen muss, wie hoch ist der Preis für die Nächtigung und dass die zusätzlichen Gebühren dann vor Ort noch dazukommen. Und diese Kommunikation muss stimmen. Bei den niederpreisigen Beherbergungsbetrieben ist diese Erhöhung wahrscheinlich mehr spürbar, sage ich einmal, als bei hochpreisigen Angeboten. Aber natürlich, unterm Strich ist es tatsächlich so, das zahlt der Gast. Diese Erhöhung, es ist das Höchste, was die Gemeinden derzeit ansetzen können, wobei es auch Diskussionen gibt, diesen Rahmen zu erweitern. In Tirol haben sie auch gerade erst die Tourismusabgaben vor einigen Jahren massiv erhöht und sind schon wieder am Plafond, weil einfach die Infrastruktur einen so gewaltigen Aufwand bedeutet, den irgendjemand finanzieren muss. Herr Vizebürgermeister. Ja, Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, wo fangen wir jetzt an? Am besten, was der Gemeinderat Turnau gesagt hat, das zahlt eh der Gast. Wenn es noch ein Herrn Bürgermeister war gegangen, man hätte das Jahr der Tourismusbetrieb gezahlt, weil es war mit Juli in Kraft getreten. Und unter dem Jahr anpassen, das wird nicht möglich sein. Deswegen hat es auch eine längere Diskussion auch im Vorstand gegeben. Verwundert hat es mich noch ein bisschen, dass wir am 13.06. jetzt das noch einmal auf der Tagesordnung gehabt haben zum Ändern. So war nämlich schon abgestimmt. Nehme das zur Kenntnis. Herr Bürgermeister, ich habe Ihnen auch gesagt, ich war auch Tourismusreferent. Damals hat es einen Beirat gegeben, jetzt gibt es den Vorstand, wo auch Touristiker drin sind. So eine Aktionen bzw. solche Neuregelungen sind mit den Tourismusbetrieben meines Erachtens, nicht nur meines Erachtens, verpflichtend zu diskutieren im Vorhinein und nicht von oben drüber zu fahren und dann irgendwann einmal diskutieren. Aber das war nämlich der erste Vorschlag gewesen. Es ist mit keinem Tourismusbetrieb oder beziehungsweise mit dem Verein akkordiert gewesen. Jetzt ist es akkordiert, jetzt kommt es wieder im Endeffekt auf die Tor oder im Gemeinderat zu beschließen. Ich habe im Gemeindevorstand dem nicht die Zustimmung gegeben, und zwar wegen der Vorgangsweise generell. Und das Zweite, wir haben eher diskutiert, dass es dem touristisch bzw. den touristischen Einrichtungen, Sie haben zum Teil das eh vorgelesen, nur haben Sie den Verband vorgelesen und wir haben keinen Verband. Wir haben das Gesetz vorgelesen. Ja, es ist ja da die Verbandsregelung drinnen, wir haben keine Verbandsregelung. Wir haben einen Verein und die Gemeinde ist Hoheit im Tourismus. Also grundsätzlich legt die Gemeinde gemeinsam mit dem Verein die sozusagen touristischen Einrichtungen fest. Und eins muss ich schon sagen, und wir haben das der Gemeindevorstand auch nicht, was leider wegen einem Unfall heute nicht da ist, hat das auch im Vorstand angebracht, dass das in der Beschlussfassung mit reinkommt, dass das nur für touristische Einrichtungen herzunehmen ist, dieses Geld, und nicht irgendwo wieder im Haushalt für irgendwelche andere Sachen Verwendung findet. Also grundsätzlich von meiner Seite, und das habe ich auch klar und deutlich im Vorstand gesagt, gibt es dafür für den ersten Vorschlag sowieso keine Zustimmung, hätte es keine geben, und für die zweite Sache jetzt an, für die Vorgangsweise, sicherlich von mir keine Zustimmung für die Sache. Und zwar deswegen auch, Herr Bürgermeister, weil Sie haben auf der einen Seite das Thema Blöcken, das ja sehr, sehr tiefgreifend jetzt im Tourismus sich niederschlägt, besonders im heurigen Jahr. Es tritt jetzt zwar erst 25 in Kraft, aber sicherlich sind im Tourismus 25 auch noch Auswirkungen in der Richtung. Und da sieht es auf der einen Seite nicht ein, man redet über Sammelaktionen gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, um Betriebe, die eventuell auf der Kippe stehen könnten, unter die Arme zu greifen. Und auf der Seite erhöhen wir volle Kraft, was wir nur können. Sicherlich gebe ich Ihnen schon recht, es zahlt der Gast, aber auf der anderen Seite bringt der Gast uns irgendwo, früher war es halt einmal so, bei 300.000 Nächtigungen, jetzt haben wir 120, bringt uns irgendwo auch das Brot, unter Anführungszeichen. Also ist es ergeben, Unternehmen auf beide Seiten. Ich stimme Ihnen auf der einen Seite zu, dass das 2012 das letzte Mal angepasst worden ist, das ist keine Frage. Mir geht es grundsätzlich um die Vorgangsweise und der Zeitpunkt jetzt an, bei einer Schließung des Blöckens, wo wir noch nicht wissen, und ich gehe davon aus, leider,
bei, so wie Sie im Bericht auch richtig gesagt haben, wenn man sich das oben ein bisschen anschaut, kommt man vor, die haben einen Eisenreche und einen Pichel in der Hand, aber nicht ihren Bagger oder sonst irgendwas, wenn man wahrscheinlich nicht von 25 Öffnungen reden, sondern von 26. Also wird das irgendwo direkte, gravierende Auswirkungen im Tourismus haben. Gut, ja, also ich nehme das, oder wir müssen es eh zur Kenntnis nehmen, dass es immer Gründe gibt, warum man Sachen nicht die Zustimmung geben will oder kann. Ich möchte nur sagen, es gibt wahrscheinlich nie einen geeigneten Zeitpunkt, um Gebühren zu erhöhen, wenn man diesen Zeitpunkt nicht haben will oder die Erhöhung nicht haben will. Es ist aus meiner Sicht nicht als Gebühren oder als zuständige Stelle nicht sinnvoll und auch nicht vorgesehen, dass man bei jeder Anpassung mit allen, die betroffen sind, darüber lange und ewige Diskussionen zu führen hat. Das macht man in keinem anderen Bereich. Der Zeitpunkt des Blöckenpasses, das wird man sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ob sich und wie sich das touristisch niederschlagen wird im Zuge der Nächtigungen. Natürlich, ich gehe auch davon aus, dass es wahrscheinlich da und dort Einbrüche geben wird, wobei ich ehrlich gesagt davon ausgehe, dass es vor allem die Betriebe spüren werden, jetzt einmal die am Durchzugsverkehr hängen, als die, die wirklich die Buchungen zu vermerken haben. Werden wir sehen, das können wir jetzt alle noch nicht beurteilen, wie sich das niederschlagen wird. Hängt zum Teil auch inzwischen sehr stark vom Wetter ab, wie die Touristen sich entscheiden, vor allem die, die nur kurze Reisen machen. Trotz alledem haben wir gewisse Infrastrukturen zu erhalten und wir können nicht darauf warten, bis das Wetter schön genug ist für eine Gebührenerhöhung, weil wir als Gemeinde, und das wissen alle, die darin sitzen und auch die Zahlen kennen, die Gemeinde jeden Strohhalm momentan ergreifen muss, um die eigene Situation zu stabilisieren. Und es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Löcher stopfen und irgendwelche anderen Löcher stopfen vor allem, sondern wir haben in diesem Bereich allein so hohe Ausgaben, die wir auch mit der sehr derzeit maximal möglichen Erhöhung nicht komplett abdecken können. Aber wir kommen in die Richtung, dass wir dort einigermaßen grün werden. Und wenn man 12 Jahre nichts tut, in Zeiten, wo die Inflation halt 40%, 50%, 60% beträgt und die Ausgaben eher steigen als niedriger werden, dann muss man halt irgendwann einmal reagieren und das ist jetzt der Fall. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Gemeinderat Turner. Ja, Herr Bürgermeister, ich glaube, der Zeitpunkt dieser Erhöhung ist sehr ungünstig. Wenn man denkt, Blöcken ist zu, die Wirtschaft ist logisch, nicht denkt. Und wir reden nur über, was die Gemeinde alles tut. Meine Langlaufläufen haben wir immer gesagt, da müssen wir ein Sportkonzept her. Alles macht die Gemeinde. Mountainbike-Wege, wenn es gang hat, finanziert die Gemeinde alle Wege. Ich glaube, es ist nicht alles Aufgabe der Gemeinde. Die Wegenossen schaffen, beide sollen selber einheben für die Dinge. Nicht alles wird immer der Öffentlichkeit ab. Wo hört denn das auf? Und nachher kommt es dann Gas in der Erhöhung, finde ich wohl. Ich glaube, zum derzeitigen Zeitpunkt und in der Höhe kann ich da sicherlich keine Zustimmung geben. Gut, danke. Aber ich habe auch in meiner Zeit, wo ich da aktiv bin, noch keinen Antrag gesehen, auch von deiner Liste nicht, dass wir gewisse Leistungen zurücknehmen sollen im touristischen Bereich. Könnten wir ja einmal machen. Gut, bitte, Herr Vizebürgermeister. Ja, Herr Bürgermeister, sicherlich ist der Zeitpunkt teilweise nie richtig bei Erhöhungen, keine Frage. Aber das ist schon eine gravierende Sache jetzt mit den Blöcken, weil auf der einen Seite ja Sie, genau Sie, die Sammelaktion für Betriebe von Zaun brechen und das passt überhaupt nicht zusammen. Das eine, gehen wir Geld sammeln für Betriebe und auf der anderen Seite greifen wir sie in die Taschen, das passt nicht ganz. Trotzdem möchte ich schon noch eins sagen, es gibt schon Möglichkeiten zu sparen. Ich brauche jetzt nur, ich habe leider keinen Akku mehr, aber sonst könnte man die E-Mails also auch glauben. Wir brauchen nur das Thema Loipe hernehmen und das, was heuer im Winter gelaufen ist, wo man dann im Endeffekt keine Unterstützung betrieblicher Seite, ich erwarte mir im Endeffekt, dass man da keine Unterstützung, das ist mir schon klar, aber Betriebe und auch der Alpenverein keine Unterstützung in erster Linie einmal von innen gekriegt hat, selber das Ganze organisiert hat, ich habe das selber organisiert, dass das Alpengerät nach oben kommt und so weiter, und dann wird mit Lawinenkommissionen und was ich was alles wird da argumentiert. Da gibt es Möglichkeiten, beziehungsweise hat es Möglichkeiten gegeben, wo es einen Verein gibt, der das in die Hand nimmt, wo Betriebe im Endeffekt mit tun, wo die Gemeinde im Endeffekt
unter Anführungszeichen im Hintergrund nur ist und das vielleicht ein bisschen mittragt, auch in der Bewerbung, weil nicht einmal das war möglich, muss man auch sagen, das ist erst wesentlich später dann passiert. Da passen einfach gewisse Sachen, wenn wir schon bei dem Thema heute sind, überhaupt nicht zusammen. Und das ist etwas, was ich nicht ganz verstehe, wo nachher im Hintergrund einen Monat später gewissen Betrieben gesagt wird, die Loipe hat da oben 15.000 Euro gekostet und so weiter. Wenn wir uns im Kontrollausschuss vielleicht unsere Leute einmal anschauen, ob das wirklich tatsächlich so war, dass sie 10.000, 15.000 Euro gekostet hat, das war eine Aussage von Ihnen, das passt meines Erachtens nicht ganz zusammen. Und ich würde mir wünschen, dass wir in der Sache ein bisschen schon das Thema gemeinsam auch hernehmen. Wenn Sie jetzt auch gesagt haben, alles muss man nicht mit anderen Leuten reden, beziehungsweise mit betroffenen Leuten, ich nehme das zur Kenntnis. Es gibt Beispiele jetzt in den letzten paar Monaten, wo es wirklich so ist, dass Sie es einfach nicht wollen mit anderen reden. Nehme ich zur Kenntnis. Aber nur einmal. Da stehen jetzt Erhöhungen an und das Beispiel Blöckenläupe nur allein. Da hat sich die Gemeinde sehr, sehr viel erspart. Und es war nicht möglich, da eher als Zugpferd vorne wegzugehen, sondern im Gegenteil noch verzögern, verzögern und nochmal verzögern. Das finde ich nicht richtig und deswegen passen die Argumentationen auch von Ihnen nicht ganz bei dem Thema. Gut, ich versuche bei der Sache zu bleiben. Erstens, ist das keine Sammelaktion, was da im Hintergrund geplant ist, sondern es ist eine Cashback-Aktion, die schon öfter stattgefunden hat, nicht nur in Kötschach-Mauthen, sondern auch woanders. Dabei geht es zum einen darum, die regionale Wertschöpfung zu aktivieren. Das heißt, es werden mit einem Grundbudget, das irgendjemand aufbringen muss, und da haben wir eine Zusage von der Wirtschaftskammer, dass sie uns da unterstützen. Und ich bin auf der Suche nach weiteren Sponsoren für diese Aktion, weil gewisse Betriebe haben Möglichkeiten, andere Betriebe haben Probleme. Und diese Aktion, die da geplant ist, unterstützt nicht nur die Betriebe, sondern auch die Konsumenten im Ort, weil sie einen Teil ihres Einkaufswertes dann wieder zurückbekommen. Das ist einmal die eine Geschichte. Das kann allen Betrieben in der Gemeinde nutzen. Diese Geschichte mit der Blöckenläupe ist jetzt sehr, sage ich mal, aus dem Zusammenhang gerissen, beziehungsweise stimmt sie auch so nicht, weil erstens war der Beginn des Winters, wer sich erinnern kann, da haben wir bis Jahreswechsel Plusgrade gehabt, die ersten Anfragen waren, ob wir im Dorf eine Kunstschneeläupe machen, da habe ich gesagt, das kann nicht passieren, weil wir das schon einmal probiert haben, da sind wir bis zur halben Länge gekommen, dann ist das Loipengerät damals irgendwie verloren, irgendwo in einer Wiese gestanden, es war rundherum grün und in der Mitte war ein weißer Straf. Wer hat das entschieden damals? Ihr Vorgänger. Ja, und warum? Ihr Vorgänger allein. Jetzt ist es ein Problem, wenn ich sonst entscheide. Okay. Ich versuche trotzdem ruhig zu bleiben. Wir haben dann irgendwann, habe ich ein E-Mail bekommen, dass sich eine Gruppe von Leuten getroffen hat, um über eine Blöckenloipe zu diskutieren. Zu diesem Termin war ich auch nicht eingeladen. Und da hat es Gespräche gegeben, wie man das umsetzen kann. Dann habe ich gesagt, ja, wenn die Grundvoraussetzungen passen, wird sich die Gemeinde sicher nicht querstellen. Und dann wurde mir ich habe eigentlich hauptsächlich mit dem Alpenvereinsobmann kommuniziert damals oder mit dem Osi Winkler, der ja von unserer Seite aus da teilgenommen hat. Dann war der Lösungsvorschlag von Seiten des ÖRV so, dass sie gesagt haben, sie organisieren das alles vor Ort, sie brauchen den Mann und das Loipengerät von Seiten der Gemeinde. Sie werden auch irgendeine Spendenaktion für diese Loipe einberufen mit QR-Code und mit Sammelbox. Und die Erträge aus dieser Spendenaktion werden dann der Gemeinde zur Verfügung gestellt, um die Kosten zu decken. Wie wir das ganze Ding abgerechnet haben, war davon keine Rede mehr, sondern wir haben ihnen dann die Rechnung für einen Sprit geschickt. Also ich weiß bis heute noch nicht, ob jemand gespendet hat, wer gespendet hat, ob sich Betriebe, so wie sie angekündigt haben, an dieser Aktion beteiligt haben. Es ist zwar von Seiten der Gemeinde immer die große Transparenz gefordert, aber umgekehrt muss man es halt zur Kenntnis nehmen, dass das nicht passiert. Und das, was du mir da vorwirfst von wegen 15.000 Euro für den Loipenbetrieb, war auch ein anderes Gespräch, wo du nicht dabei warst. Da hat mir eine Unternehmerin auf der Straße angeredet, wo ich gerade mein Kind vom Kindergarten geholt habe, oder von der Musikschule, glaube ich, und hat gefragt, was wir endlich einmal tun werden. Und ich habe gesagt, ja, wir haben halt gewisse Kosten im Budget, in einem normalen Winter im Durchschnitt 15.000 Euro fürs Loipengerät.
Ja, und das ist auch so. Ich weiß nicht. Ja. Oder auch nicht? Nein, passt schon. Auf jeden Fall, bin noch nicht ganz fertig. Die Gemeinde und auch ich haben mich gegen die Blöckenläupe nicht gestemmt. Wir haben das unterstützt mit den Möglichkeiten, die wir haben. Natürlich ist es schön, wenn eine Initiative aus der Bevölkerung kommt, weil, so wie der Gemeinderat Turner richtig sagt, die Gemeinde kann nicht jeden Wunsch erfüllen und wir haben 100.000 Baustellen. Wenn es Einzelwünsche gibt, wir stehen wir überall dabei. Aber es kann nicht erwartet werden, und das passiert halt sehr oft aus meiner Sicht, dass die Leute kommen und sagen, Gemeinde, tu was. Wenn genug positive Energie dahinter ist, dass die Initiative von Unternehmern, Bevölkerung, was auch immer, Vereinen kommt und die Gemeinde unterstützen kann, jederzeit gern. Und das ist in dem Fall passiert und wir haben ein schönes Ergebnis. Und das ist jetzt schlecht zu reden, okay, ist das so. Vielleicht bin ich schuld, weiß ich nicht, aber jetzt geht es um die Erhöhung der Ortstaxe und nicht um irgendwelche Geschichten, die den ganzen Winter passiert sind. Bitte, Herr Vizebürgermeister. Na, Benner, tun wir schon Ihre Aussagen richtig stellen. Sie haben gesagt, Sie waren nicht eingeladen, waren Sie im ÖAV-Zentrum, letzte Sitzung, wo alle, insgesamt 20 Personen anwesend waren. Waren Sie da eingeladen oder nicht? Sie haben sich nämlich beim Sepp kurz davor entschuldigt. Ja, aber so, bei den ersten Gespräch war ich nicht eingeladen. Sie waren eingeladen. Nein, beim ersten Mal nicht eingeladen. Und haben sich kurz davor entschuldigt. Also beim ersten Gespräch war ich nicht eingeladen. Und hab's danach gefragt. Gibt's da ein Problem? Die Redezeit erstens einmal. Ja. So, wir haben da zu arbeiten und ich glaube, das Gespräch, was du jetzt führst mit einem Bürgermeister, ist jetzt da für die Allgemeinheit nicht unbedingt erforderlich. Ich glaube schon, dass. Wird die Läupe vom Budget des Tourismus finanziert? Ist gerade vorgelesen? Ja, aber das sind jetzt persönliche Angriffe. Ich glaube, das kannst du beim Bier danach machen, aber bleib mal bitte beim Thema. So, ich stell das jetzt nochmal richtig. Die Läupe haben wir im Durchschnitt in einem Budget drin. Wenn die Läupe in diesem Bereich stattfindet, wo wir Verträge haben und der Osi Winkler läuft wie ein Depp jedes Jahr die Grundbesitzer ab und ist ein Gott sei Dank immer wieder bereit, ihre Wege, ihre Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Und seit Jahren haben wir die Würmlacher Felder, die wir als Gemeinde betreuen, wenn es technisch möglich ist. Zusätzlich hat der Alpenverein seit einigen Jahren die Dorfläupe in Mauten, der auch in einem sehr schneearmen Winter aktiviert hat. Wir haben immer das Läupengerät und den Läupenfahrer für diese Dorfläupe zur Verfügung gestellt. Und es war auch der Wunsch von mir, dass das Bergsteigerdorf Mauten das auch entsprechend mitteilt, wenn sie Marketing für ihre Dorfläupe machen, dass das nicht nur eine Läupe des ÖAV Mauten oder Bergsteigerdorf Mautens ist, sondern dass die Gemeinde da wesentlich mittut. Und nicht ich als Gemeinde, sondern alle Bürger zahlen da mit, damit es alle nutzen können. Und das Gleiche ist heuer im Winter passiert, wo wir halt nur auf 1500 Meter an Schnee gehabt haben und einige sich gedacht haben, da könnte man was draus machen. Es wurde gut genutzt und auch da hat die Gemeinde mitgemacht. Und die Saison war geplant für 2 Monate, dann ist oben auch zu warm geworden und haben wir es halt ein bisschen früher wieder abgebaut. So, ich sehe das Problem nicht. Es war ein Ausnahmewinter, eine Ausnahmesituation, der ist vorbei und jetzt geht es um eine Verordnung, wo wir in allen Bereichen, auch beim Müll haben wir Gebühren erhöht und haben nicht mit allen Müllgebühren Benutzern davor drüber geredet. Das ist ein normaler Schritt nach ein paar Jahren und die Kosten fliegen uns um die Ohren und jetzt müssen wir uns einfach auf das fokussieren, was wir regeln können. Wenn ihr nicht mitstimmen wollt, tut es nicht. Dann werden wir diese Verantwortung wahrscheinlich mehrheitlich tragen. Gut, weitere Wortmeldungen. Herr Vizebürgermeister, bitte trotzdem die gesamte Redezeit grundsätzlich, um das zu beenden, habe ich das bei der Fraktionssitzung auch meiner Fraktion freigestellt, um das zu beantworten, was ich gesagt habe, ob wir dagegen stimmen oder nicht. Ich habe im Vorstand auch allein als ehemaliger Tourismusreferent, das habe ich auch begründet, im Vorstand nicht mitgestimmt. Meine Fraktion ist in der Sache jetzt an sicherlich jeder Mandatar freigestellt, aber jeder kann so selber entscheiden, wie er da in Endeffekt das mitdruckt oder nicht mitdruckt. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann stelle ich den Antrag. Haben wir nichts gehört? Ah. Aufgrund des mehrheitlichen Beschlusses des Gemeindevorstands der Marktgemeinde Kütschau-Mauten vom 13. Juni stellt der Gemeindevorstand an den Gemeinderat der Marktgemeinde Kütschau-Mauten den Antrag. Der Gemeinderat wolle beschließen, dass die im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil dieses Antrags bildende Verordnung genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen.
Gegenstimmen? ÖVP-Fraktion und Namensliste Turner. Mehrheitlich angenommen. Gut, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 13, Volksschule Kötschach-Mauthen, ganztägige Schulform, Erlassung einer Verordnung. Aufgrund der Schülerzahlen werden in der GTS-Nachmittagsbetreuung ab dem Schuljahr 24/25 wiederum zwei Gruppen geführt. Im Durchschnitt sind in der Betreuungseinrichtung 32 Kinder in der Zeit von Montag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr untergebracht, Montag 38, Dienstag 35, Mittwoch 33, Donnerstag 32, Freitag 19. Derzeit sind bei der Kindernest GmbH zwei Mitarbeiterinnen mit 26 Wochenstunden bzw. 22 Wochenstunden beschäftigt. Zusätzlich soll für die Integration von Kindern eine zusätzliche Fachkraft von 8 Wochenstunden eingestellt bzw. gesucht werden. Die Personalkosten würden demnach insgesamt 92.184,86 betragen, kalkuliert. An Kosten für Vertretungsleistungen und Verwaltungskosten stehen 19.360 an, für Sacher und Aufwand sind 2.464 vorgesehen. Auf Basis der bestehenden Betreuungs- und Arbeitsmittelbeiträge sind Erträge von 32.480 zu erwarten. Es würde somit ein Abgang aus dem laufenden Betrieb von ca. 81.500 verbleiben, der auf drei Teilbeträgen zur Bezahlung ansteht. Das war 1.10., 1.2., 1.4. Deshalb, für die Schülernachmittagsbetreuung für das Schuljahr gibt es einen Verordnungsentwurf. Und zwar soll mit diesem Verordnungsentwurf zum einen die Elternbeiträge angepasst werden. Das ist das letzte Mal 2021, glaube ich, ja, passiert. Und es sollen auch die Essensbeiträge aus der Verordnung herausgenommen werden, weil sie in der Verordnung eigentlich nicht drin sein müssen und es die Abwicklung erleichtert, wenn sie direkt verrechnet werden können. Wir haben über einen Manuel, über den Finanzverwalter, die Betreuungsbeiträge kalkulieren lassen, den bisherigen Stand und die Indexanpassung in den letzten 4 Jahren und sind so auf diese neuen Beträge gekommen. Es ist leider eine Erhöhung da, weil wir einfach die Indexe gehabt haben in den letzten Jahren, wo wir im Durchschnitt um 25% ansteigen. Das heißt, wir haben da die Möglichkeit in dieser Verordnung, die Kinder für einen, für zwei, für drei, für vier oder für 5 Tage anzumelden. Bei voller Betreuung wären es das jetzt 97,50 pro Monat, bei viertägiger Betreuung 78,80, bei Betreuung an 3 Tagen 58,80, bei Betreuung an 2 Tagen 41,30 und bei Betreuung an einen Tag 31,30 für die Betreuung. Anzumerken ist dabei, für alle, die sich erinnern, diese ganztägige Schulform wurde vor einigen Jahren von Seiten des Bundes massiv betrieben, weil sie das wollten, dass das viele Gemeinden machen. Dort hat es eine sehr, sage ich mal, zumindest zufriedenstellende Anschubfinanzierung für die Einrichtung von Gruppen gegeben. Die ist jetzt sukzessive geringer geworden und das heißt, die Gemeinde zahlt unterm Strich jetzt wesentlich mehr selber dazu als ursprünglich in der Startphase. Die Erhöhung der Elternbeiträge ist natürlich nicht sehr angenehm für die Eltern, aber tatsächlich bei Weitem nicht kostendeckend. Also die Gemeinde zahlt noch wesentlich dazu. Es gibt anscheinend, das hat uns die Chefin des Kindernests, die Frau Magister Untermoser, letzte Woche mitgeteilt, von Seiten der Bundesregierung Überlegungen, diese ganztägige Schulform in den Schulbetrieb einzugliedern. Das heißt, dass dann das wirklich über die Direktionen laufen würde, wenn dieses Gesetz beschlossen wird. Inwieweit es jetzt möglich ist oder noch geplant ist vor der Neuwahl, weiß niemand so genau. Aber das wäre natürlich erstens für die Gemeinde einmal der direkte Aufwand etwas weniger. Allerdings steht natürlich zu befürchten, dass das dann wieder in Form einer 15a-Vereinbarung an die Länder irgendwie übertragen wird und dann mit irgendwelchen Umlagen erst wieder von allen Gemeinden zu tragen ist. Also was es unterm Strich bedeutet, wenn hier eine Änderung kommt, wissen wir selber nicht. Will jemand von Seiten der Verwaltung, die das ausgearbeitet haben, noch was ergänzen? Im Wesentlichen ist bei den Öffnungszeiten alles gleich geblieben. Was wir in der Verordnung noch geändert hat, es hat im Schulunterrichtsgesetz bezüglich der Verhinderung Änderungen gegeben. Die haben wir angepasst in § 1 von A bis F, so wie der Bürgermeister schon gesagt hat. Wir haben für die Essensbeiträge das herausgenommen,
und die Elternbeiträge. Die Elternbeiträge wurden gemäß den Vorgaben des Gemeindevorstandes um 25% angepasst. Gut, danke Herr Amtsleiter. Gibt es dazu Fragen oder Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Dann darf ich den Antrag stellen. Aufgrund des einstimmigen Beschlusses des Gemeindevorstands der Marktgemeinde Mikötschach-Mauthen vom 13. Juni stellt der Gemeindevorstand den Antrag, der Gemeinderat wolle beschließen, dass die im Entwurf vorliegende und einen wesentlichen Bestandteil dieses Antrags bildende Tarifordnung genehmigt wird. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Handzeichen. Gegenstimme? Eine Gegenstimme, mehrheitlich angenommen. Gut, damit sind wir am Ende der Tagesordnung angekommen. Können wir fürs Protokoll noch einmal bitte wissen, wer hat dagegen gestimmt? Frau Gemeinderätin Unterrassinger. Stimmt also die Vorlage auch nicht, oder? Eigentlich. Ja, das haben wir heute im Vorfeld abgeklärt. Ja, denke ich schon berichtigt. Im Gemeindevorstand haben wir abgestimmt über die ergänzende Kraft. Das war mehrheitlich und die Tarifordnung wurde aber einstimmig beschlossen im Gemeindevorstand. Und jetzt habe ich nur die einstimmige Beschluss. Okay, ja. Ja. Gut, wir haben einige Anträge, die ich noch vor dem Eingehen in den nicht öffentlichen Teil der Sitzung zu behandeln habe. Heute haben wir keinen nicht öffentlichen Teil der Sitzung, deshalb kommen Sie zum Schluss der Sitzung. Der erste Antrag ist da von der Fraktion der Freiheitlichen und Unabhängigen Kötschach-Mauthen. Da die Gemeinde nun eine Energiegemeinschaft gegründet hat und die Trinkwasserversorgung bzw. die Wasserbehälter dringend erneuert werden müssen, sollte man auch die Technik mittels erneuerbarer Energie in das Bauvorhaben aufnehmen. Bei der Sanierung der Trinkwasserbehälter und Leitungen sollte ein Trinkwasserkraftwerk errichtet werden. Hierbei könnte man Strom erzeugen, den man für die Energiegemeinschaft braucht, um zum Beispiel die Straßenbeleuchtung in der Nacht zu versorgen. Antrag: Der zuständige Ausschuss und die Arbeitsgruppe möge beschließen, dass bei der Sanierung der Trinkwasserleitung und der Behälter ein Trinkwasserkraftwerk zur Stromerzeugung mit einberechnet wird. Gut, ich darf das, so wie es auch im Antragstext drinsteht, dem zuständigen Ausschuss zuweisen. Dann haben wir einen Antrag von Turner Jakob an den Bürgermeister, betrifft Sanierung Löschwasserbehälter. Als Gemeinderäte der Namensliste Turner stellen wir den Antrag wie folgt. Der Löschwasserbehälter in Würmlach ist seit Jahren undicht und ist deshalb nur noch halb voll. Von den Ortsbewohnern wurde in der Vergangenheit immer wieder auf diese prekäre Situation vordergründig aufgrund der Brände in den letzten Jahren hingewiesen. Wir ersuchen den Bürgermeister und den Gemeinderat dafür zu sorgen, dass der Löschwasserbehälter ehestmöglich saniert wird. Ich darf das auch dem Gemeindevorstand zur weiteren Behandlung vorlegen. Der dritte Antrag, der eingelangt ist, ist ein Dringlichkeitsantrag. Gemäß § 42 AGO stellen die unter fertigenden Gemeinderäte der Fraktionen die neue Volkspartei Team Christoph Zebedin und Namensliste Turner folgenden dringenden Antrag. Berichterstattung über die Löschwasserversorgung des Gemeindegebiets. Am 21. Mai 2024 wurde uns zur Kenntnis gebracht, dass es bereits seit mehreren Monaten keine Löschwasserversorgung im Ortsgebiet Streiach gäbe. Daraufhin wurde von unserer Seite durch Vizebürgermeister Zebedin sofort eine E-Mail an den zuständigen Referenten, Herrn Bürgermeister Zoppot, versendet. In diesem Mail wurde die sofortige Behebung des Problems gefordert. Vom 21. Mai bis 13. Juni wurde von Seiten des Bürgermeisters es nicht für notwendig gehalten, auf diese Mail zu antworten. In der letzten Gemeindevorstandssitzung vom 13. Juni brachte die Fraktion der ÖVP einen Antrag zur Erweiterung der Tagesordnung ein, da wir auf der Tagesordnung keinen betreffenden Punkt zur Bearbeitung bzw. zur Beratung fanden. Dieser Antrag wurde jedoch von der Fraktion SPÖ abgelehnt. Begründung des Antrags: Die Sicherheit der Bevölkerung und der Schutz von Sachwerten hängen wesentlich von einer funktionierenden Löschwasserversorgung ab. Es ist von höchster Priorität, die Öffentlichkeit und die zuständigen Stellen über die aktuellen Defizite zu informieren und schnelle Abhilfe zu schaffen. Im Falle eines Brandes ist die Feuerwehr nicht in der Lage, ausreichend Wasser für die Brandbekämpfung bereitzustellen, was das Risiko für Personenschäden und Sachverluste erhöht. Es ist zwingend notwendig, die Bewohner der Ortschaft Streiach bzw. die Öffentlichkeit über diese defekte Infrastruktur zu informieren, sodass im Ernstfall auch die vor Ort ansässigen Einwohner die richtigen Handlungen setzen können.
Wir bitten Sie daher eindringlich, diesen Antrag als dringend zu betrachten und eine Berichterstattung dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit unverzüglich in der heutigen Sitzung zugänglich zu machen. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob eine Berichterstattung ein Dringlichkeitsantrag ist. Wie siehst du das? Dringlichkeitsantrag sind zulässig, wenn sie dem eigenen Wirkungsbereich entsprechen. Das trifft in diesem Fall zu. Einen unmittelbaren Aufwand sehe ich derzeit nicht damit verbunden. Ganz kurz, ich muss das jetzt echt, also sowas hatten wir noch nie, dass wir über eine Diskussion zu führen, etwas berichten, aber weil da muss man dann die Formvorschriften schon beachten. Ohne müsse eine Dringlichkeit, ja? Über die Frage der Dringlichkeit ist vor der Behandlung, ja. Auflösung des Gemeinderats machen wir nicht, okay. So weit wird es nicht gehen. Ja, also keine Ahnung. Aber ich würde sagen, ich lasse die Abstimmung zur Dringlichkeit dieses Antrags zu. Wenn eine Mehrheit sich findet, eine Zweidrittelmehrheit, ja, diesen Antrag anerkennt, dann wird dieser Tagesordnungspunkt jetzt in der Sitzung behandelt. Wenn es keine Zweidrittelmehrheit gibt, dann werden wir es halt im Gemeindevorstand bzw. in weiterer Folge wieder wahrscheinlich im Gemeinderat diskutieren. Ich stelle die Zulassung dieses Antrages für die Diskussion im Gemeinderat zur Abstimmung. Wer damit einverstanden ist, den Antrag zuzulassen, der möge mit einem Handzeichen das signalisieren. So, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Von 22 ist genug. Jetzt müssen wir rechnen. Das wäre knapp. 22 mal 0,66 ist 14,250. Es braucht 15 Stimmen für die Annahme. Ja, Hammer. Passt. Okay, damit ist die Dringlichkeit zuerkannt. Dann werden wir das jetzt bearbeiten. Gut, die Begründung und so weiter ist drin. Ich übernehme einmal die Berichterstattung, so wie gefordert. Was in dem Antrag nicht drinsteht, es steht zwar drin, dass es eine Erweiterung der Tagesordnung in der letzten Gemeindevorstandssitzung angeregt wurde oder beantragt wurde, aber ich habe das deshalb abgelehnt oder wir haben es deshalb nicht gemacht, weil es im Zuge der Berichterstattung ohnehin berichtet und auch diskutiert wurde. Gerechnet zum Teil habe ich damit, dass sowas kommt. Das mit der fehlenden Antwort an den Vizebürgermeister, das stimmt. Ich habe ihm damals nicht geantwortet bis zur Gemeindevorstandssitzung, weil ich auch ehrlich gesagt nicht wusste, was ich antworten soll. Wir haben das Thema auch über Gabriel als Gemeindefeuerwehrkommandant hereinbekommen. Wir haben es auch mit unserem Bautechniker, mit dem Rudi Rubin, der ja zeitgleich auch Landesfeuerwehrkommandant ist, behandelt. Es ist so, aus Sicht auch der Fachleute und auch aus meiner Sicht, dass es in diesem Gebiet natürlich ein Problem gibt. Also nur zur Erklärung, in Streiach gibt es zwei Wassergemeinschaften, die die Trinkwasserversorgung machen. Es gibt einen Löschwasserbehälter und eine Löschwasserleitung, die separat von dieser Trinkwasserversorgung gebaut wurde. Das war irgendwann in die Ende der 40er Jahre des letzten Jahrtausends. Und Jahrhunderts natürlich auch. Und diese Löschwasserleitung wurde damals von der Nachbarschaft Streiach gebaut und irgendwann in die 60er Jahre an die Altgemeinde St. Jakob per Schenkung, da gibt es einen handgeschriebenen Zettel, übertragen. Das wurde in den Nachbarschaftsarchiven herausgesucht. In den Gemeindearchiven ist nichts zu finden, dass diese Schenkung vollzogen wurde, also dass die Altgemeinde St. Jakob das auch angenommen hat. Dann gibt es zweit, ich werde das dann noch kurz darlegen, weil der Rudi Rubin hat das im Zuge für eine andere Sitzung alles vorbereitet, wie der Werdegang ist. Nur ich möchte es einmal kurz aus meiner Sicht ein bisschen schildern. Die Diskussion, wer für diese Löschwasserleitung zuständig ist, die gibt es schon länger.
Normalerweise sind Hydranten als Löschwassereinrichtung an der Trinkwasserleitung angebracht. In den meisten Fällen, in dem Fall geht das nicht oder ging es nie, weil die Trinkwasserrohre zu gering dimensioniert sind. Das heißt, da kommt zu wenig Druck auf die Hydranten. Deshalb gibt es eben diese eigene Löschwasserleitung. Und der Hochbehälter der Wassergenossengemeinschaft Ost hat einen Überlauf und dieser Überlauf speist den Hochbehälter der Löschwasserleitung mit 100 Kubik. Dann haben wir letztes Jahr 2 der 4 Hydranten, die an dieser Löschwasserleitung hängen, ausgetauscht. Das war ein dringender Wunsch der Wohnbevölkerung und auch der Feuerwehr in St. Jakob, damit die Löschwasserversorgung dort in dem Bereich gegeben ist. Ein dritter Hydrant wäre noch zu tauschen gewesen. Der wurde im Zuge eines Verkehrsunfalles von einem Verkehrsteilnehmer beschädigt. Und im Zuge dieser Absperrmaßnahmen, die dann aufgrund dieses kaputten Hydranten getätigt wurden, ist die Leitung auch beschädigt geworden. So hat man mir das erklärt. Das heißt, wir haben in einem Bereich dieser Löschwasserleitung einen Rohrbruch und einen kaputten Hydranten. Blöderweise gibt es da nur einen Schieber, der alle 4 Hydranten stilllegt. Das heißt, wenn man den Schieber zumacht, ist kein Wasser in diesem Versorgungsbereich. Gefahr im Verzug wurde mir berichtet, hat es zu keinem Zeitpunkt gegeben, weil erstens kann man die Leitung jederzeit wieder öffnen, dann ist halt wenig Druck drauf, aber es funktioniert irgendwie. Und zweitens gibt es trotzdem einen vollen Löschwasserbehälter oberhalb der Ortschaft, den man notfalls auch mit ein paar Leitungen, zusätzlichen Wegen natürlich, aber mit Leitungen durch die Feuerwehr zur Wasserversorgung in Anspruch nehmen könnte. Warum hat die Gemeinde nicht sofort reagiert? Weil es nach wie vor strittig ist, wem diese Löschwasserleitung zuzuordnen ist rechtlich. Da scheiden sich die Geister. Wir haben da Schriftverkehr ausgehoben, der vor allem ab dem Jahr 2018 interessant wird, weil damals hat der damalige Obmann Klammer Rudolf und der Luca Manfred bei der Marktgemeinde vorgesprochen, welche Möglichkeiten es gäbe, um die Löschwasserversorgung aus der Wassergemeinschaft auszulagern. Dann haben wir eine Stellungnahme der BH Hermagor, auch aus dem Jahr 2018, dass der Feuerlöschbehälter eindeutig zur Wassergemeinschaft Streier Ost zuzuordnen wäre. Das Wasserrecht der Marktgemeinde Kötschach-Mauden wurde zur Bereinigung der Situation damals im Jahr 2002 gelöscht. Also das heißt, die Gemeinde hat kein Wasserrecht mehr da oben, deshalb können wir ohne die Wasserbringungen eh nichts machen. Dadurch wird auch sichergestellt, dass die Wasserversorgungsanlage und die Feuerlöschversorgungsanlage eine faktische und auch eine rechtliche Einheit bilden. Sämtliche Verantwortung liegt in der Wassergemeinschaft Streiach-Ost, sagt die Behörde. Dann haben wir das da, oder mein Vorgänger hat das damals dieser Wassergemeinschaft Streiach-Ost mitgeteilt im Jahr 2018. Sollte die Wassergemeinschaft Streiach-Ost Investitionsmaßnahmen tätigen, wäre ein Antrag seitens dieser Wassergemeinschaft an die Marktgemeinde Kötschach-Mauden zu legen. Dann ist ein paar Jahre nichts passiert und im Jahr 2023 hat der neue Obmann, der Franz Guckenberger, auch wieder ein Anschreiben an die Marktgemeinde geschickt. Der bezieht sich da nicht auf die Behörde, sondern über eine Auskunft der Kärntner Gefahrenpolizei und Feuerpolizeiverordnung. Und da wird eben wieder der Ball an die Marktgemeinde Kötschach-Mauden gespielt, dass wir für die Feuerlöschversorgungsanlage zuständig sind. Und jetzt ist es darum gegangen, erstens einmal abzuklären, wer zahlt den kaputten Hydranten. Das ist aus unserer Sicht Verursacherprinzip, das heißt, der ihn hinmacht, muss ihn auch zahlen. Die Versicherung wehrt sich, die will nur einen Restwert zahlen und nicht die Gesamtkosten. Das hat eine Zeit lang gebraucht. Wir haben das dann weiter diskutiert. Ich habe dann auch Schreiben bekommen von einem Ersatzgemeinderat aus der ÖVP, der das Thema zum Anlass genommen hat, um sein Mandat zurückzulegen. Und ich habe das dann noch einmal mit meinen Leuten diskutiert, vor der Gemeindevorstandssitzung, was da jetzt wirklich Sache ist, was wir als Gemeinde da zu machen haben, nachdem die Rechtslage unklar ist und wir nicht in fremdes Eigentum eingreifen und damit Verantwortung übernehmen wollten, habe ich eine Ersatzvornahme angeordnet. Das heißt, der Bürgermeister kann unter gewissen Bedingungen auch in fremdes Eigentum eingreifen, wenn er der Meinung ist, dass es dringend notwendig wäre. Nachdem eine Klärung der rechtlichen Zustände wahrscheinlich entweder rechtlich sehr lange dauert oder nur am Verhandlungsweg möglich ist, und da hat es dazu auch eine Sitzung gegeben, Anfang dieser Woche,
Das heißt, wir zahlen jetzt, oder ich ordne an, der Wassermeister wird diese beschädigten Stellen jetzt einmal sanieren, und wenn klar ist, wer zuständig ist, können die Kosten auf diese Institution, also entweder Gemeinde oder Wassergemeinschaft oder vielleicht sogar Nachbarschaft, theoretisch umgewälzt werden. Blöderweise ist der Wassermeister erkrankt, das heißt, diese geplante Maßnahme hätte eigentlich am Montag stattfinden sollen, jetzt ist es halt ein paar Tage später, ich hoffe, er ist bald wieder da. Es ist derzeit ein Bagger oben vor Ort, das heißt, die beschädigte Leitung kann ausgegraben werden. Sollte wirklich etwas passieren, ist aber der Löschwasserbehälter immer noch voll und es ist jederzeit ein Brandschutz möglich. So, ich glaube, das war halbwegs abschließend und jetzt stelle ich diesen Punkt zur Diskussion. Bitte um Wortmeldungen, Herr Vizebürgermeister. Ja, Bürgermeister, Herr Gemeinderat, danke einmal für die Zulassung. Ich meine, im Grundsatz, wie ich das E-Mail gekriegt habe, am 21. Mein Notar erwischt, wurscht, wer es jetzt gekriegt hätte, muss reagieren, weil im Endeffekt ja, wenn was passiert und du hast gewusst, dann wird es schwierig. Deswegen habe ich einen Bürgermeister das weitergeleitet. Nimm das zur Kenntnis, Sie haben das eh schon gesagt, dass es nicht geantwortet worden ist. Das ist auch nicht das Hauptproblem an sich. Um bei der Sachlichkeit im Endeffekt zu bleiben, meine Frage war zuerst einmal, gibt es oben in St. Jakob einen verordneten Versorgungsbereich oder nicht? War eine Grundsatzfrage jetzt, hat der Gemeinderat einmal beschlossen, dass es oben einen Wasserversorgungsbereich gibt oder gibt es keinen? Weil das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, wenn es eine Verordnung gibt zu dem, und wenn es nicht gibt. Wenn es nicht gibt, gibt es den Auszug aus dem Gemeindeblatt, Kärntner Gemeindeblatt, Ausgabe 2. Und da steht drinnen auch im Gebiet ohne Versorgungsbereich, das war jetzt die Frage, ob es das ist, Gebiet für die Wasserversorgung zu sorgen, also die Gebiet für die Wasserversorgung zu sorgen, aber dort, wo sie keinen Versorgungsbereich festgelegt hat, einerseits für die Löschwasserversorgung zuständig ist und andererseits eine baurechtliche Genehmigung nur erteilen kann, wenn die Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung gewährleistet sind. Also es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich meine, im Grundsatz müssen wir alle, glaube ich, und voll nah der Referent, und ich weiß, dass das nicht so einfach zu diskutieren ist, mit mehreren Personen, eine gemeinsame Lösung da oben finden, weil das, was wir auch im Vorstand schon von Ihrer Seite als Information gekriegt haben, der Schieber ist oben abgedraht und wenn es aufgedraht wird, funktionieren die vier. Nur im Ernstfall weiß ich nicht, wer dann die Informationen weiterdruckt. Machen wir das mit Brieftauben oder sonst was? Wenn eine auswärtige Wehr herkommt, der weiß nicht, wo da aufziehen und dran ist. Also das ist, mir geht es darum, und das habe ich im Vorstand auch gesagt, wenn der Ernstfall eintritt und wir wissen davon, ganz egal, ob es der Bürgermeister ist, der Vizebürgermeister oder Mandatare, dann wird es schwierig, wenn das nicht funktioniert hat. Ob die Löschwasserversorgung da oben jetzt an grundlegend gegeben ist, das entzieht sich meiner Kenntnis. Mag sein, dass oben ein Löschwasserbehälter ist, nur wenn funktionierende, in dem Fall jetzt nicht funktionierende Hydranten da sind und dann passiert irgendwas und die geht nicht, weiß ich nicht, wo es in den Medien steht. Um das geht es mir jetzt grundsätzlich, also sachlich das Thema irgendwo zu diskutieren, beziehungsweise irgendeiner Lösung zuzuführen, wenn es da oben eine Gemeinschaft gibt und meines Wissens auf der anderen Seite eine Genossenschaft, das ist eine Gebietskörperschaft, das ist was anderes. Auf der Seite ist es eine Gemeinschaft, das ist ein loser Zusammenschluss von mehreren Häusern. Jetzt ist dann die Frage, gibt es einen verordneten Versorgungsbereich oder nicht? Weil sonst gibt es eine Zuordnung. Im Würmler zum Beispiel habe ich mich auch erkundigt, weil da gibt es eine Wassergenossenschaft, wie ist das geregelt? Da ist es so, dass es von der Hauptleitung, Anbauschelle bis zum Hydrant die Gemeinde zuständig ist. Das ist anscheinend geregelt. So, Hauptwasserleitung ist Genossenschaftszuständigkeit, aber dann weg bis zum Hydrant ist es. Da ist es klar geregelt. Wenn es oben keine Regelung gibt, dann müssen wir irgendwo eine finden. Und wenn wir zuständig sind, dann müssen wir das irgendwie so schnell wie möglich richten. Weil, wie gesagt. Ja, das ist genau das Thema. Danke nochmal für die Wortmeldung, was wir versuchen jetzt zu klären.
aktuell ist halt durch diesen Bruch oder durch diese beschädigten Stellen etwas mehr Emotion hineingekommen. Wie weit ist denn der Hochbehälter weg von der Straße? Von der ersten hier dran. Sie sind 200 Meter. 200 Meter. Wir haben jetzt am Anfang der Woche eben aufgrund dieser ganzen Diskussionen und Meldungen die Vertreter von oben von Streich reingebeten. Es war dabei ein Vertreter von der Wassergemeinschaft Ost, von der Wassergemeinschaft West. Der Gabriel war dabei als ansässiger Ortsfeuerwehrkommandant und es war auch ein seit ungefähr 70 Jahren aktiver Bürger und mehr oder weniger Wasserwart dabei, der die ganze Historie kennt. Der Silvester Schmidt hat da auch mitgewirkt, weil er gesagt hat, wie es früher war, wie das alles entstanden ist, das weiß man ja heutzutage nicht mehr. Ob es einen Versorgungsbereich gibt oder nicht, müssen wir prüfen, das kann ich jetzt auf die Schnelle nicht beantworten, aber wir haben uns da eben einmal ausgetauscht und gesagt, natürlich will jetzt in dem Fall keiner die Hauptverantwortung tragen, wenn es nicht klar ist, weil damit übernimmt man halt finanzielle Verantwortung, aber auch Haftung. Und das übernimmt niemand freiwillig und es gibt halt unterschiedliche Aussagen, die es nicht einfacher machen, wenn du jetzt ohne abzuwerten, mehrere Juristen befragst, dann wirst du mindestens genauso viele Meinungen kriegen, wie Leute im Raum sein. Das heißt, wir haben gesagt, es wäre möglich, das Ganze rechtlich zu klären, aber das will kein Mensch. Wir werden versuchen, es zivilrechtlich zu klären. Das heißt, wir werden einen Vertrag zwischen Morchgemeinde, Nachbarschaft und den beteiligten Wassergemeinschaften erstellen, wo sich jeder wiederfinden kann. Das wird im Zuge weiterer Gespräche mit einem Juristen ausgearbeitet. Wenn das für alle Seiten passt, dass jeder weiß, für was er dann zuständig ist und wer für was dann Verantwortung übernimmt. Weil wir können tun, was wir wollen. Die Gemeinde hat da oben kein Wasser. Wir haben kein Wasserrecht. Das hat es einmal gegeben, das gibt es nicht mehr. Das heißt, ohne die ortsansässigen Leute, die ein Wasserrecht besitzen, können wir eh nichts tun. Das heißt, es muss eine Goodwill-Aktion von allen Seiten werden und am Ende des Tages soll eine Lösung herauskommen, die in erster Linie natürlich der Bevölkerung vor Ort, nämlich den Hausbesitzern, also allen, die was da oben in der Trinkwasserversorgung und Löschwasserversorgung irgendwie dranhängen, nutzen soll. Dass das jetzt keine schnelle Lösung ist, das ist einfach so passiert. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht und aus der Sicht der Leute, die mit dem Feuerwehrwesen befasst sind, war es zu keinem Zeitpunkt Gefahr im Verzug. So, gibt es weitere Wortmeldungen, Herr Vizebürgermeister? Dass das nicht schnell geht, bezweifle ich. Weil auf der einen Seite muss man schon auch sagen, da steht klar und deutlich drinnen, Löschwasserversorgung zuständig ist und andererseits eine baurechtliche Genehmigung nur erteilen kann, wenn die Wasserversorgung sowie die Abwasserbeseitigung gewährleistet sind. Das würde ja bedeuten, auch wenn die Gemeinde jetzt kein Wasserrecht hat, aber oben kein Wasser zur Verfügung gestellt wird, wo normalerweise die Gemeinde zuständig wäre, laut dem, dann gibt es aber in Zukunft keine Baugenehmigung mehr oben. So, und dann dreht sich das und schließt sich der Kreis. Irgendwo braucht es das Einverständnis der Ortschaft, das ist keine Frage, aber auch den Willen der Gemeinde, um irgendwas zu machen, und zwar dringend, weil auf der einen Seite muss man auch sagen, wir leisten uns oder haben uns Häuser geleistet, die notwendig waren, Autos haben wir uns auch geleistet, die horrende Summen gekostet haben, die auch notwendig sind, aber bei so einer Sache spreizt sich dann und das muss irgendwie gemeinsam da oben gelöst werden, wie gesagt, weil wenn das wirklich so sein sollte, und ich gehe mal davon aus, dass ein Gemeindeblatt schon irgendwo einen Rückhalt hat, Gesetzestext, weil da greifen ja drei Gesetze ineinander, die Bauordnung, die feuerpolizeiliche und die Löschwasserversorgung, dass im Endeffekt da oben keine Baugenehmigung mehr erteilt werden kann, wenn kein Wasser da ist, beziehungsweise kein Wasser bereitgestellt wird. Ja. Und dann muss eigentlich jeder ein Interesse haben, dass es so schnell wie möglich gelöst wird. Wir sind bemüht, etwas zu lösen, was seit über 60 Jahren offen ist und immer wieder aufpoppt, wenn es ein Problem gibt. Wir werden das irgendwie schaffen. Und nochmal, es gibt einen Löschwasserbehälter, der bis jetzt immer voll war. Da sind 100 Kubik Wasser drin. Das reicht für einen Angriff und wir haben einen riesen Tank. Wir haben jede Menge Feuerwehren mit neuen Fahrzeugen, also sind alle bestens ausgestattet. Der obere Abschnitt ist auch bestens ausgestattet. Von dem her sollte es kein Problem sein und wir werden eine Lösung suchen.
Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja. Ich glaube, da wird jetzt alles zerredet. Meine. Für den Feuerschutz, für mich, ist die Gemeinde zuständig. Nicht? Wir haben so viel Geld in die Autoeichen gesteckt, so wie der Zeberin schon gesagt hat. Und die Dinge, da wird das Problem bei den Regeln sein. Das habe ich gerade gesagt. Feuerschutz und ist für mich notwendig. Und da ist halt die Gemeinde zuständig. Und du wirst ja nicht fragen, wenn ein Brand ist, wen gehört das Wasser, von wem darf ich es haben. In Notfall nehme ich es her. Bitte, Herr Vizebürgermeister. Das glaube ich, wie der Herr Gemeinderat Thurn auch sagt, das ist ja überhaupt kein Thema. Und eins muss man auch sagen, wenn ich jetzt her, 200 Meter oder bis zum ersten Rand, wie weit ist es eben? 200 Meter ist auch Feuerwehr. Also reden wir, ich weiß nicht, mit Rudi auch über das Gerät. Also von Brand her, vom Löschwasserreservoir und was haben wir überhaupt kein Problem. Erst haben wir die 5000er Tank, dann haben wir irgendwann 2000, dann haben wir da von Delach, also die Tankwegen sind ganz schnell gleich oben und die Löschwasserleitung kann ich einstweil auch noch in Betrieb nehmen, was ich gehört habe. Also teilweise. Also von der ersten Löschhilfe, da haben wir überhaupt kein Problem. Und bis das geklärt ist, also da brauchen wir uns jetzt nicht irgendwo in so hineinstürzen, wo es hin und vorne dann Probleme aufweist. Ja, nein, ich habe es eh gesagt. Ja. Also dieser Schaden, der jetzt aktuell vorherrscht, der wird von uns oder von mir im Rahmen einer rechtlich möglichen Ersatzvornahme umgesetzt. Und wenn das behoben ist, dann haben wir sowieso wieder den Zustand, der seit 30 Jahren herrscht. Und in der Zwischenzeit werden wir mit den zuständigen privaten Eigentümern oder Vertretern dieser Gemeinschaften einen Weg suchen, der dann in allen Gremien auf zivilrechtlichem Wege einmal vereinbart werden kann, damit wir dort eine klare Lösung haben. Weil juristisch werden wir nicht weiterkommen. Und das will auch keiner. Können wir diesen Tagesordnungspunkt damit abschließen? Wenn das genehm ist, dann danke. Und ich habe noch einen Antrag zu verlesen. Einen selbstständigen Antrag, unterschrieben von Mandataren der SPÖ, FPÖ, Jakob Dürner. Erarbeitung von Richtlinien zur Bezuschussung von Interessentenbeiträgen im ländlichen Wegenetz. Begründung: Die Marktgemeinde Kürtschach-Mauthen übernimmt derzeit aufgrund eines Grundsatzbeschlusses des Gemeindevorstandes in der Regel 50% der Interessentenbeiträge bei Sanierungen oder baulichen Maßnahmen im ländlichen Wegenetz. Durch sehr große Projekte in den letzten Jahren und der oftmals sehr späten Meldung der beabsichtigten oder bereits durchgeführten Maßnahmen ist eine vorausschauende Budgetplanung sehr schwierig. Auch ist es unverständlich, dass bei Straßen, die durch öffentliche Förderungen finanziert werden, Straßenbenutzer wie Radfahrer ausgeschlossen werden. Seit mehreren Jahren wird in diversen Sitzungen über die Erarbeitung einer Richtlinie gesprochen, die Regeln für die Antragsteller festlegen soll, unter denen eine Förderung gewährt werden kann. Diese Richtlinie wurde mehrfach seitens des Referenten zweiten Vizebürgermeister Zevedin in Aussicht gestellt. Antrag: Die unterzeichneten Gemeinderäte stellen daher den Antrag, der Gemeinderat der Marktgemeinde Kürtschach-Mauthen möge den zuständigen Referenten beauftragen, umgehend eine Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen zu baulichen Maßnahmen im ländlichen Wegenetz zu erarbeiten und dem zuständigen Ausschuss bzw. dem Gemeindevorstand zur Vorberatung vorzulegen. Diese Richtlinie soll eine zeitliche Beschreibung der Antragstellung, der Rechnungslegung sowie die Bedingungen des Einverständnisses enthalten, dass die Beteiligten bereit sind, die Nutzung der geförderten Straße durch Radfahrer oder andere Interessenten zuzulassen. Ebenso soll durch die Richtlinie auch die Möglichkeit geschaffen werden, aufgrund finanzieller Möglichkeiten Förderungen auszusetzen oder den Förderschlüssel zu reduzieren. Kürtschach 20.06. unterschrieben von mehreren Gemeinderäten, weise ich dem Gemeindevorstand zu. Damit ist die Tagesordnung erschöpft. Ich danke für die konstruktive Mitarbeit. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Vermutlich wird das die letzte Gemeinderatssitzung vor dem Sommer gewesen sein. Ich hoffe, Sie genießen die Zeit und wünsche Ihnen allen eine schöne restliche Woche. Danke.